Hallo, Leute. Funktioniert alles? Hi, hi, hi. Hört ihr mich? Ich hoffe, ihr hört mich. Das wäre cool. Weil ich streame es das erste Mal hier auf dem neuen Setup. Und hoffe, dass da nichts jetzt falsch ist. Ton ist da. Es hört sich super an. Geil. Dann herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Stream hier heute Abend um 19 Uhr. Wir machen fettes Meccabellum-Turnier an der Stelle. Noch sei gesagt, dass ich es finden muss. Jetzt bin ich auch noch andersrum. Nee, ich bin diesmal richtig rumgespiegelt. Nee, ich bin andersrum gespiegelt. Ist ja auch scheißegal. Dankeschön das ist ein Werbestream. Sponsored bei Paradox Arc, denn Meccabellum ist heute aus dem Early Access rausgekommen und ist endlich in der, wie nennt man das, 1.0. Und ich bin etwas leise. Okay. Das stimmt, ich bin etwas leise. Ich habe mich jetzt lauter gemacht. So. Genau. Das Ding ist versponsert von Paradox Arc. Das sind die Entwickler von dem Spiel. Und wir machen heute ein Turnier. Mit ganz vielen Leuten. Das wird auch, glaube ich, auf dem Bonschwart-Channel gehostet, beziehungsweise gecastet. Und ihr seht heute meine Perspektive. Aber wir haben auch Sebastian mal per Kamera eingebunden. Das werdet ihr dann gleich sehen. Aber ihr seht logischerweise mich spielen. Und ich gehe mal rüber vielleicht zu Sepp, gucken, wie es ist. Wir spielen 2-gegen-2 Turniere. Wir haben insgesamt 4 Mannschaften. Wir haben einmal Fischi und Franzi. Dann haben wir Edo und Matteo. Wenn ich das richtig sehe. Danke. Und, warte mal, ich habe die Runden, glaube ich, vertan. Ich muss noch mal kurz schauen. Ich glaube, da... Wir fangen an gegen Fischi und Franzi. Und dann spielen wir gegen Maxim und Johnny. So war richtig rum. Und am Ende nochmal gegen Matteo und Edo P. So. Ja, das wird wild. Das wird wild. Huch. Ich freue mich drauf. Cast machen Leon und Salzi. Das ist korrekt. Genau. So sieht's aus. Maxim ist krank. Oh, das tut mir leid. Das ist nicht bis zu mir gedrungen. Gute Besserung an der Stelle. Danke. Ja. Dankeschön. Danke. Dann hoffen wir mal, dass der andere nicht so gut ist. So. Ich mute mich mal. Danke. Ich weiß nicht, wer schon da ist. Hä? Wieso funktioniert... Ach, Discord, Alter. Discord ist doch kacke. Gut, also dann haben wir zwei sehr gute zusammen. Hallo! Achso, wer redet, Jay? Okay. Wer redet? Na, ich dachte, es ist einer von denen hier, der Nomi freischalten kann. Der hat keine Rede. Wer redet da? Es war ganz... Ich freue mich, dich zu hören, Jay. Hallo. 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 Ich habe gar nicht gespielt, ihr seid viel besser, schreibt er. Freust dich wahrscheinlich auch, uns zu zerstören. Ich würde mich freuen, wenn wir euch zerstören. Ja, das ist richtig. Ah, sehr schön. Ja. Toll, toll, toll. Ich würde mich auch freuen. Aha. Unangenehm wird das. Ja, wir haben gerade erfahren, dass Maxim der Lappen gegen Pro eingetauscht wird. Deshalb, also... Oh. Naja, Nomi, also ich... Ja, gute Besserung. Er hat gesagt, er hat wirklich nicht gespielt und das habe ich auch gesehen an... Sorry, Chat, das war mir nicht bewusst. Ich habe hier die Szenensammlung von Peter übernommen und ich wusste nicht, dass die anderen so unfassbar laut waren. Das sollte jetzt eigentlich aber passen. Und so viel hat sich jetzt auch nicht geändert. Danke, Dankeschön, danke. Würde ich jetzt auch frech behaupten. Also wenn der vorher krass war, also dass der Sniper jetzt 3 Damage im Late Game weniger macht als vorher, juckt ihn glaube ich auch nicht, wenn er voll die Strats auspackt, ne? Ich bin froh, denn Sebastian und ich werden das Halbfinale erreichen. Das ist das Wichtigste. Nomi, du kannst Stream anschalten, wir streamen auch schon. Dankeschön, danke. Und Nomi, wir müssen nochmal Hearthstone spielen. Ich bin da ein bisschen reingefallen in das Hole. Hearthstone? Ja, Battlegrounds.
Oh ja, Bellingham, das ist richtig nice. Boah, da war ich auch mal drin in diesem Loch. Ja, und dann, ich habe jetzt zuletzt, habe ich mir ein paar Videos angeguckt, oder Streams und Videos angeguckt von so Leuten, die das auf einer höheren MMR-Stufe spielen. Mhm. Und das ist so krass. Also es ist auch so anders als mein Game. Aber eigentlich ist Battlegrounds doch übelst lagabhängig und deshalb eigentlich gar nicht so... Nein. Ich weiß, was du denkst, warum das so ist. So, ich hab mich... Oh, jetzt bin ich, glaube ich, deutlich lauter. Oder, Chat? Ja, das ist Quatsch eigentlich. Eigentlich will ich nicht so laut sein. Aber anders geht's, glaube ich, nicht. Wenn ihr sagt, es ist zu leise. So, müssen wir ein bisschen einpegeln. Ah, jetzt bin ich sehr laut. What the fuck? Das ist aber... Setzwinkelzwonkelrig hier. Nein, die cyclen halt ungefähr 14 Charaktere pro Runde. Und ich schaffe so 4, wenn es hochkommt. So, vielleicht jetzt mal im Vergleich zu den anderen. Mehr Geld und können mehr sehen. Also ich glaube, da bin ich einen Ticken lauter gesehen, vielleicht noch als die anderen. Drei goldene Barons, falls dir das was sagt. Ja. Der hat einen Angriff gemacht mit 4 Millionen Angriffen. So sollte es passen, oder? Das ist krass. Mit 4 Millionen. Geil. Ja. Oh. Gibt, also, ja. Geil, so endlich lange, wieder Stream. Ich rausgefunden habe, was die Meta ist und dann habe ich die Meta. Ich bin einfach so froh, dass ich jetzt wieder hier schön streamen kann. Internet funktioniert noch. Der Router, der rechts vor mir steht, der hat, normalerweise hat er 2 grüne Lämpchen. Heute, seit, wann ist mir das aufgefallen, einer Stunde, leuchtet eins dauerhaft rot. Nee, blinkt dauerhaft rot und das andere ist grün. Wir werden sehen. Nein, ich bin nicht umgezogen, ich bin nur innerhalb meines Zimmers umgezogen. Und ja, hab jetzt einfach so eine weiße Wand direkt hinter mir. Freust dich schon auf die neue Diablo-Season? Das wird mega. Gerade das Add-on und alles. Aber das ist eine super Zeit, um jetzt mit Mechabellum ein bisschen zu überbrücken. Dankeschön. Und da freue ich mich schon drauf. Netflix-Doku, ja, das stimmt. Die könnte man sich auch nochmal überlegen, anzugucken. Ich bin aktuell aber kein Abonnent von Netflix. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Vielleicht muss ich mir das irgendwann mal ansehen. Wenn es dann soweit ist. Und ich da mal noch ein paar andere Sachen gucke. Aber wir werden sehen. Ich kann euch kurz einmal den Turniermodus erklären. Also wir haben, wie gesagt, ja 4 Teams. Es wird erstmal jeder gegen jeden gespielt. Dann haben wir dann ja ungefähr so ein Seeding, wie man das nennt. Und dann werden wir ein Halbfinale austragen, wo dann der Erste gegen den Viertplatzierten spielt. Nach den jeder gegen jeden Turnier, also nach den 3 Matches. Und dann der Zweite gegen den Dritten. Und das wird eine Best of 3. Und wenn wir dann tatsächlich im Finale sein sollten, dann wird es ein Best of 5. Und also ich hätte ehrlich gesagt, weil das ist wirklich von den Spielern und Spielerinnen, die am Start sind, da habe ich das Gefühl, dass das sehr, sehr gute Spieler und Spielerinnen sind, bis auf vielleicht Matteo. Und ja, da habe ich, aber Edo hat einen großen, großen Rucksack. Und ich bin froh, wenn wir ein Spiel gewinnen. Die kennen alle das Spiel sehr, sehr gut tatsächlich. Als es damals im Early Access rausgekommen ist, haben die ja alle Turniere gespielt, auch Matteo. Ich halt aber auch. Aber, ja, mal gucken, wie es sich jetzt dann in der 1-0 spielt. Da hatte ich jetzt noch nicht so viel Zeit reinzugucken, weil da die 1-0 auch erst heute rausgekommen ist. Haha, Surprise. Und ja, gucken wir mal. Sind die anderen schon da? Nee, ich glaube noch nicht. Die anderen sind noch nicht da. Aber ich kann mich wieder mal muten. So. Machen wir eigentlich live. Wir sind wahrscheinlich in 4 verschiedenen Kanälen, oder? Ja. Yes. Hi, Edo. Hi, Jay. What up? Ja, ich hab schon gesagt, ich hab das European-Turnier gewonnen. Ja, wirklich? Ja, so vor 230 Tagen oder so. In der ersten Woche, ja, wo noch keiner gespielt hat. Ich hab schon gesagt, die größte Schwäche sehe ich in Team Rot, glaube ich, wenn die Farben richtig sind. Damals gewonnen. Genau, da sehe ich die größte Schwäche. Und da habe ich die Hoffnung, dass du vielleicht einmal eine schwache Runde hast und wir vielleicht dann die Runde gewinnen können.
Ihr werdet hundertprozentig gewinnen. Ich glaube nicht. Oh doch, ihr seid also stark. Ich habe Angst, also ich glaube, Nomi und Johnny sind... Danke, danke schön. Ja? Danke. Sind das Team, ja. Ja, das wird schon. Ich hör mal in den Stream rein kurz. Ja, ich hör auch schon. Die ganze Zeit. Danke. Oh ja, starten wir mal Mika. Mika Belum. Danke, danke schön. Danke. Ich habe jetzt die Subtonus von hier, Dankeschön an der Stelle, da, an der Stelle von an Captain Rubo. Ich habe jetzt hier das, den kleinen Peter immer am Start. Aber das ist, glaube ich, auch ganz okay. Kannst du vielleicht das Spiel im Vorfeld erklären? Ja, das ist gar nicht so schwer, tatsächlich. Danke. Ich glaube, wir sehen jetzt Sepp. Ja, guck mal. Da ist er, der kleine Sepp. Ich weiß nicht, ob wir... das ist ein bisschen unfair. Ihn jetzt dazu zeigen, weil der gar nicht weiß, dass er gerade gezeigt wird. Ja, das ist ein Autobattler, hätte ich jetzt gesagt. Und du hast ganz viele Units. Und das ist quasi so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also, keine Ahnung, du hast so kleine Crawler, die sind halt besonders gut gegen so Fangs. Und die kleinen Crawler werden dafür von anderen kaputt gemacht und so weiter. Das ist alles gegeneinander. Und es gibt viele Sachen und du kannst die ableveln, die Gegner, die Leute, wenn sie ein paar Kills machen. Und dann kannst du noch die Upgrades kaufen und so weiter. Dann haben die so ein bisschen, verschieben die ihre Verbesserungen und so weiter. Dann ist vielleicht besonders stark gegen Flug oder sowas. Oder stärker oder können generell gegen Flugeinheiten kämpfen. Das ist ganz geil. Macht sehr viel Spaß, das Spiel. Ich hoffe, das ist... Ah ne, Moment, die Musik ist gar nicht mal da. Ich habe sie mal ein bisschen leiser gemacht. Weil die dudelt mir schon ganz schön in den Ohren. Leon wartet auf mich. Oh. Dass ich ihn nehmen soll. Hallo. Gerne. Schön, dass ihr da seid. Hi, Jay. Schön. Hallöchen. Ich freue mich. Wir wollen uns auch. Magst du mal erklären, was machen wir heute? Ja, jetzt darf ich. Jetzt darfst du jetzt. Okay, alles klar. Ja, ich habe es euch ja schon geschrieben, aber auch für alle da draußen. Wir spielen heute ein Turnier. Richtig. Wir fangen an mit einer Gruppenphase. Das heißt, jedes Team wird einmal auf jedes Team treffen, ein Match spielen. Am Ende steht eine Tabelle, ja, ein Ranking aller Teams. Und dann gehen wir auch schon ins Halbfinale rein. Und da werden wir die Teams seeden. Also das Stärkste landet auf Platz 1 und das Schwächste auf Platz 4. Und genau, die müssen ja, auch gegeneinander antreten. Genau, ja, und dann spielen wir das Halbfinale, Best of Three und Finale, Best of Three. Vielleicht sogar Best of Five, wenn wir genug Zeit haben, aber das haben wir ein bisschen spontan gehalten, weil ihr seid ja alle Busy Streamer und da müssen wir erstmal gucken, dass wir alles unter den Hut bekommen. Danke. Genau, habt ihr irgendwelche Fragen oder wollt ihr einfach irgendwas loswerden? Irgendwelche. Welches Spiel spielen wir denn? das ist ein guter Hinweis. Welches Spiel spielen wir denn, Johnny? Hast du geübt? Was? Hast du geübt, Johnny? Ich hab nicht geübt, nee. Du hast geübt, ne? Ja, okay. Also die Nase wächst bis hierhin, ey. Mein Partner hat so Angst, dass er sagt, er ist krank und sogar einen Corona-Test fälscht. Also, puh. Wow. Stimmt. Hat er draufgepinkelt oder wie hat das gemacht? Das möchte ich nicht kommentieren, aber liebe Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle und gute Besserung. Oh nein, gute Besserung, Maxim. Stehen die Teams gute schon Besserung, fest? Besserung, Maxim. Die Teams stehen schon fest. Echt? Aber Edo. Ja, du hast den, der im Sportunterricht als letztes gewählt wird im Team. Wie stehe ich denn? Oh. Dann sollte ich als letztes den Sport stellen. Er weiß, wie für alle anderen Chats vielleicht auch. Team 1 wird sein Edo P und Matteo Team Rot. Scheiße. AKA, wer ist denn eigentlich überhaupt rot? Team 2, ich glaube Team Gelb, waren Franz und Fisch. Nee, das war Johnny und genau. Nomi. Yeah. Das wird Team 2 sein. Blau. Genau. Team Blau. Blau, ja genau, die sind blau. Als Team tatsächlich, blau. Nicht nur heute mal im Stream. Die werden Team 3 sein und Team 4 wird Sepp und Jay sein. Das Traumduo in grün. Jawohl. Okay, können wir ganz kurz genau drüber reden? Und wir wollen eigentlich gar nicht so auf viel quatschen. Wenn ihr Bock hallo, habt, Matteo, wir will ich aber nicht sagen. Ja, Matteo, will was sagen? Leon, hörst du uns? Hörst du mich? Du hörst den nicht, oder Leon? Ah, die hören dich nicht gar nicht. Du hörst doch, wir hören dich. Wir haben schon. Ihr hört ihn aber wir nicht. Wir sind hier alle im Studio hier. Wir haben extra ein spezielles Soundsetup hier gebastelt. Ah, das ist aber okay. Ah, jetzt, hallo. Hi. Können wir kurz drüber reden, dass ein Pro-Gamer jetzt hier mit eingeladen wurde letzte Sekunde? Ja. Ja, aber ich bin doch, ist doch jetzt okay, dass ich dabei bin, oder? Wir brauchen ein Handicap. Der darf nur jede zweite Runde was setzen, oder? Ja, aber du hast ja Edo-P an deiner Seite. Ja. Um das auszugleichen, nach unten noch weiter. Also zwei Pro-Gamer. Was? Nach unten? Wait.
Also lasst euch echt nicht verarschen. Franzi und Fischi spielen das die ganze Zeit. Ja, die sind auf jeden Fall die Besten. Ja, aber die sind schlecht. Aber ihr seid gut und trainiert. Wow! Ja, also wie wurde gesagt, Nomi hat sich so nicht mehr gespielt. Ne? Kannst du mir mal kurz erklären, Nomi? Du bist ja heute spontan eingesprungen. Erstmal danke dafür, dass du überhaupt dabei bist. Aber jetzt wirst du durchbeleidigt dafür. Willkommen in der Runde. Wie ist so deine Erfahrung mit Mechabellum? Du hast ja, glaube ich, gerade zum Early Access Release sehr, sehr viel gespielt, oder? Genau, ja. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich mag einfach Strategiespiele. Aber nachdem dann Franzi und Fischi mich immer verprügelt haben, hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Ah, das stimmt. Das ist gelogen. Okay. Wie viele Stunden hat Nomi? Nomi, guck mal bitte in Steam. Tapp mal raus. 3000, nee, glaube ich. über 100. Über 100, ja. Ja, das sind immer noch 3000. Oh, Matteo, siehst du auch einfach so, du könntest heute Nomi dann einfach schlagen und noch krasser sein. Und dann hättest du wieder was auf deinem Desktop draufschreiben. Ich könnte noch Mike Tyson in einem Straßenkampf besiegen. Ja, okay, jetzt also technisch Minuspunkt. Jetzt geht doch mal so. So, geht gerne. Also Fischi hat 10 Stunden gepracticed jetzt die letzten Tage. Nee, das war nicht krass. Okay, also 9,9. Das ist peinlich. Hallo, nein, ich zieh den eh schon durch, hör auf, dem Handicap zu geben. Zusammenhalten, du Arschloch! Genau, organisiert euch gerne schon mal. Ich würde sagen, als erstes Game, also als erste Begegnung, es werden eh alle gegen alle spielen, aber lass uns Team Sepp, Jay gegen Team Edope und Matteo sagen. Gerne. Ja. Und Nomi, Johnny, ihr gegen Franzi und Fischi. Ey, mir wurde gesagt, dass wir gegen Jepp. Naja, ist egal. Ja, das wäre schwer, weil Fischi hat ja seitenlange Vorbereitung, die durchkreuzt gerade. Fischi und Franzi direkt mit der Niederlage starten, schade. Habt ihr den Sieg eigentlich eingerichtet gehabt? Na gut, dann sag du halt, wie es ist. Ja, Verzeihung, also wir rollen das zurück, was Leon gerade gesagt hat. Gut, der meinte, ich hätte ja keine Informationen. Ja, ich hätte das auch gegendert, okay. Also, so wie ich es euch geschickt habe, werden wir jetzt auch die ersten Spiele spielen. Dann kommen wir hier nicht durcheinander mit den ganzen Tabellen. Und Was hast du gemacht? Wie spielt die? Das erste Matchup ist Sepp und Jay gegen Franzi und Fischi. Aha, also genauso wie ich es nicht gesagt habe. Genauso wie du es halt eben nicht gesagt hast. Okay. Genau. Und das zweite ist dann Matteo und Edo gegen Team. Und ich muss doch mal sagen, wir müssen die Room-Settings umstellen. Habt ihr das da gemacht? Was? Was heißt das? Ich hab dich mal. Wo sehe ich denn da? Wo kann ich überhaupt einen Raum ändern? Also, wer sagt die Dinge, die kenne ich nicht. Wenn du auf Create Room gehst, dann findest du unten links in der Übersicht, die dann aufploppt, Room Settings. Und da ist ganz wichtig, allow spectating, sonst können wir nicht zugucken. Das wäre ein bisschen doof. Das mache ich aus. Okay. Zuschauerverzögerung, ja, genau. Das ist aber automatisch. Den Spectator-Chat könntet ihr vielleicht am besten ausmachen, dann stört ihr euch. Richtig, ja. Also ein Häkchen an, der Rest nicht. Ich mach mal einen Raum auf, ne? Invitation only vielleicht noch an, dass ja, Invitation das macht vielleicht Sinn, dass dann noch andere Leute, die da nicht rein sollen, joinen. Okay. Finde ich smart. Ja, dann let's go. Dann wechseln wir hier die oder was? Ladet euch einfach ein, organisiert euch und dann geht ihr dann in einen eigenen Voice-Channel. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß in der ersten Runde. Viel Erfolg. Genau. Dankeschön. Müsst ihr besondere Maps spielen? Ja, auf jeden Fall nicht kompakt oder Siege. Nicht Siege. Ich würde einfach normal machen. Einfach die normale Map, ne? Einfach normal. Normal genau. Klingt gut. Die erste Map. Okay. So, Franzi. Ja. Wir müssen runter. Sollen wir in Live 3 gehen? So, ja, let's go. Eine Zahl, die ihr mögt. Einfach, ja. Super. 69. Live 69 gibt's nicht hier. Ich hab's gesucht, es war nicht wie da. Wie machen wir? Also, wir gehen jetzt hier einmal zusammen rein und danach teilen wir uns wieder auf. Man sieht dich jetzt. 4. Achso, ja. Beziehungsweise wir, weil, also ich finde das ja ganz nett, mit euch zu reden, aber gleich gibt's auf die Fresse. Naja, erstmal müssen wir uns ja organisieren und finden, ne? Genau. Also, ich kann. Ja, schon mal gefunden. Oh, 9700er Combat Power. Das ist doch seit 17 Uhr online. Wie viele Matches habt ihr gemacht? 3. 10 Stunden. Ach, Mann, ihr seid so suchtig, ey. Ich musste noch Abend essen. Das haben wir vorher schon gemacht. Nein, Franzi hat das währenddessen gemacht, hab ich gesehen. Also, wir sind Platz 1 und ihr seid Platz 9007. Kommen werden gegessen. Gesnackt. Aha. Hey, du hast Stäbchen gehabt. Hast du Pombeeren mit Stäbchen gegessen oder was? Ja, damit deine Finger nicht fettig sind. Ach, das war der Clou. Ich dachte, du hast irgendwas anderes Fettiges gegessen. So Pommes mit Stäbchen. Hallo. Pommes mit Stäbchen. Ich habe gerade Pommes und Gyros gegessen. Das war gut. Ja. Oh, ich hatte gestern Pommes mit Gyros. Das war so lecker. Und heute nochmal Gyros. Sauer. Meint ihr, wir sollen schon loslegen? Nee, wir haben gesagt, wir sollen die Gruppe kriegen als Zuschauer, Leute.
Ach, nee, nee, die können von alleine, die können doch von alleine zuschauen. Die haben doch gesagt, wir sollen uns organisieren und in Gruppen finden, oder? Nee, nee, die haben gesagt, das gilt nur für Spielen. Ich hab dazu verstanden, dass wir spielen können. Boah, da bin ich mir aber nicht sicher, ob die dann machen wir. Starten, dann können die nicht. Wir sollten das erstmal evaluieren. Erstmal evaluieren. Ja, vielleicht funktioniert es ja dann doch nicht. Also Franzi, je früher du aus dem Turnier rausfliegst, desto eher kannst du deinen Rank wieder weiter hochballern. Also, ja. Ne? Ja, das wäre schon mal so meine gesagt. Drei Gedanken. Also, ich finde, ihr könntet uns wenigstens eine Runde gewinnen lassen. Dann kriegt ihr zwei Siege danach und wir haben dann einen. Und dann spielen wir noch beim 2 gegen 3 im Halbfinale. Du musst ja taktisch überlegen, gegen welches Team du am ehesten gewinnen willst, dann, um im Finale zu landen. Okay. Wir sollen loslegen. Franzi, wir gehen in Live 4. Okay. Also bedenkt dran, Franzi, was ich gesagt habe. Ne, lasst uns gewinnen. Ist kein Problem. Also wenn wir verlieren eine Runde, sage ich, ich war extra. Ist okay. Ja. Ja, das ist auch okay. Okay. Dann viel Erfolg. Ready. Ja. Wollen wir noch was ändern? Ich glaube nicht. Willst du was ändern? Naja, ich ändere nur was. Hallo. Das ist Spielverzögerung, Fischi. Ja, gar nicht. Ah, er muss jetzt noch alle Streams aufmachen, damit er uns zugucken kann. Ja, ja. Ist klar. Fischi, das hast du doch nicht nötig, Fischi. Nee, hab ich nicht. Das stimmt. Und tschüss, viel Spaß. Ja, ich muss tatsächlich noch was aufmachen. Wir haben keinen Channel. Hä? Ja, Channel, also, ja, warte mal, sonst müssen wir einen neuen Channel. Geht in ein Wartezimmer. Wartezimmer geht auf. So. Ich hab was noch geöffnet. Was ich als wichtig erachtet habe. Sind die anderen weg? Nee. Nee. Ah, okay. Steppi, schick dir mal was per WhatsApp. Oh, was hast du geöffnet? Oh, jetzt geht los. Wir gehen in Live 1. Ja, sehr gut. Gleich, tschüss. Tschüss. Ja. Aber ich muss gut. Also ich hab mir eine Counter-Tabelle mal geöffnet, lieber Chat. Und hab die mal Sepp geschickt, weil ich glaube, die könnten wir gut gebrauchen. Ja, gerade bei den neuen, die Tarantula ist ja eine neue Einheit, die ist eigentlich ganz cool. Nicht so ganz so gut. Die super tanky. Die ist ganz cool. Die super tanky ist quasi wie die Mustangs, nur als eine tanky Einheit so ein bisschen. Und okay. Speed Spezialist finde ich immer schon mal geil. Für den Start. Ich habe Sniper und Mustangs. Mustang. Mustache. Dann verhalten verbrauchen keine Dingens mehr. Finde ich gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob ich dich nicht gleich noch woanders hinsetzen muss. Fliegedinger könnten lustig sein. Ah, du siehst ja, du stehst genau auf meinem Ding. Auf da, ne? Ja, auf deiner Beilist stehe ich, ne? Ja. Okay, wir spielen gegen die Tarantula direkt. Na klar! Das ist. Also, ich werde gehart gecountert. Danke. Das ist belastend. Okay. Alter, ich habe beide Skins golden. Boah, Alter, bei mir sieht einfach fett aus. Na, kein Freund von. Eigentlich müsste ich mit Snipern weitergehen, aber der wird safe kleine Viecher schicken. Gegen wen spiele ich? Denn gegen Fischi. Ich werde einfach weiter Sniper ballern. Ich finde es gut. Also, ich spiele gegen Franzi. 200 Vorräte in der ersten Runde. Die wird mich wahrscheinlich übelst überrennen. Aber ich try das mal zu halten. Was hast du denn da oben? Storm, du hast Storm. Da kannst du überlegen, ob du dann auf die Ah, du hast Skins, Alter. Ja, ja. Sniper-Skins. Ja, den habe ich mir. Cool. Den fand ich so cool. Ha! Also, Sniper ist meine beste Unit. Also, finde ich am coolsten. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Sepp ist ein bisschen asynk. Okay, ich weiß nicht, was ich da jetzt gegen tun kann. Ich bin asynchron. Ja, schreibt einer. Tarantula ist ein Arclight in Wässer, finde ich. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber jetzt werden das. Oh, krass. Doch nur große. Ja, okay. Da müssen die Sniper jetzt arbeiten. Ich wollte gerade sagen, so gut sie können. Du brauchst eigentlich dann eher. Laser. Oh mein Gott, die. Oh mein Gott, wieso sind. Was ist das für eine Recommendation? Okay, doch, noch die richtige. Mann, natürlich gehen die direkt auf die Sniper. Aui. Oh mein Gott, okay, die Tarantel funktioniert anders, als ich dachte. Das ist schon alles wack.
Hä, war die Tarantel? Dann ist die Tarantel eine andere neue Unit. Hä, es gab doch diese. Das ist ja richtig beschissen gelaufen. Ja, bei mir auch. Also, wir haben die Stormcaller erstmal meine Sniper direkt weggesniped und dann war. Ja, nicht nur du. Aui. Direkt hier richtig in die Phrase. Aber Fancy hatte auch 200 die erste Runde mehr. Aber jetzt können wir gehen. Ja, genau. Danke. Okay. Increases Overlord HP. Increases Attack und Movement Speed, but Range runter. Ne, das ist ja kacke. Increases Moment. Ich mag die alle nicht, die Sachen, ehrlicherweise. Weiß nicht, wie das bei dir aussieht. So. Ja, ich jetzt mag jetzt gerade auch noch nichts hier. Aber. Überleg, ob ich einmal hinten rein zwonkel. Ja, könnte man drüber nachdenken, ja. Weil ich habe direkt Range-Update geholt, damit meine Sniper nicht direkt von seinen Snipern outplayed werden. Wie sieht's bei Sepp aus? Sepp, hast du da gebaut? Achso, du hast. Oh, du hast Supply, du hast dir mehr Viecher geholt. Ja, ich habe mir geupdatet, damit die Stormcaller mich nicht richtig hart bumsen. Aber sie hat leider nicht damit gerechnet, dass ich Anti-Raketen-Geschütztürme kaufe. Und die machen das einfach alles. Das ist ganz gut. Aber die Crawler sind aber schon bitchy. Die Crawler ficken mich. Ja, Crawler ficken mich auch. Was soll das? Boah, Legenden-Mustangs, die zwei da unten. Scheiße, die machen. Oh, weil das jetzt Tour on Tour ist, machen die noch meine Geschütze weg. Bad. Boah, das ist so Arsch. Boah, das ist richtig Arsch. Was ist Fischi denn? Ich krieg gleich einen Rhino. Okay, hier kommen gleich die Stormcaller. Ja, gar kein Problem, ich krieg eher auf die Schnauze. Autsch, Stormcaller, richtig unangenehm. Danke, danke schön. Danke. Dann können sie die Rhinos gehen. Danke, danke schön. Danke. Vielleicht werden die aber auch abgeknallt. Danke, danke schön. Ah, das ist alles schwer, das ist alles schwer. Sabertooth als Tank finde ich auch gut. Okay. Ich glaube, ich könnte jetzt einen Turning kriegen, je nachdem, was da kommt. Ich glaube, ich kriege einen gleich einen Rhino von hinten ab. Rhino von der Seite? Ja. Den hat Fischi. Ach, den kriegt er jetzt? Oh, das ist Mist. Ja, der Rhino könnte bitchy sein. Den kriegst du nur weg, wenn ein Hacker ist oder so. Oder ein Fliegeding. Ja, gucken wir mal. Ich denke, Sabertooth könnte gut funktionieren. Ich weiß nicht, wie gut der Sabertooth ehrlich war. Was ist das denn? Oh mein Gott! Was ist mit ihm? Okay, ich krieg von allen Seiten jetzt Rhinos ab. What the fuck? Okay, 4 Stormcaller macht der nicht weg. Okay. Wild. Und zumindest ganz gut. Ich hab ihn. Und zwar deutlich. Mir. Oh ne, bei mir nicht. Ich hab ihn sehr deutlich. Stormcaller, die ficken mich trotzdem. Richtig. Stormcaller sind auch echt bitchy, ey. Hol dir Mustangs mit dem Update. Ja,
Die halten leider nicht lang genug durch. Ich habe mir die Säbelzahn mit dem Update geholt, das hat auch schon geholfen. Autsch. Ja, der Arkad ist geschehen. Aber du hast da zumindest den Tanky Tank. Ja. Hey, das war gut. Ein immerhin. Turn, Jay. Aber ich habe was anderes gesehen. Er hat überhaupt gar keinen Anti-Air. Ich air da einfach rein. Wir brauchen Balls. Balls of Steel. Zwei Stück. Danke, danke schön. Danke. Und irgendwas. Den Rhino. Ich weiß noch nicht, ob ich den setzen will. Den Rhino? Ich könnte ihn hier hinten hinsetzen. Danke, danke schön. Danke. Ich fühle mich noch sehr schwer, hier gerade dagegen zu bumsen. Dann kommen die Kleinen nämlich da auch rein. Guck mal, was er upgradet. In welche Richtung Franzi sich hier festlegt. Ja, okay. Hätte er einen Rhino wieder verkauft? Hat er den umgesetzt? Okay, wild. Er hat die Field Recovery, oh mein Gott. Mm. Der Frechdachs. Okay, meinen gewinne ich, weil Franzi hat einfach gar keinen Anti-Air. Und ich habe zwei Phoenixe. Sabertooth sind so krasse Tanks, ey. Okay, ich habe jetzt Mustangs. Stormcaller als Gegner. Das heißt, ich muss jetzt die Mustangs ein bisschen upgraden. Oh, der macht mich aber fertig, glaube ich, gerade. Arclights, Must. Ach Quatsch, boah, wie heißen sie denn nochmal? Was ist denn. Also, der ist jetzt schon Level 2. Die werden hier einmal komplett durchgehen. Ist gut. Ich verliere um einen hat er Stormcaller. Ne, er hat einen Stormcaller noch. Einen Stormcaller, ja gut, das gewinnen wir. Nice. Ja, ich muss jetzt die Mustangs mit dem Upgrade kaufen und die Arclights, glaube ich, machen, damit die sich um die Crawler kümmern. Bin ich denn noch ganz gut? Denke, das macht Sinn. Das wird natürlich jetzt super teuer für mich. Scorpion Overlords oder die Fangs. Die Fangs könnten auch nice sein. Obtain 3 squads of 4 Level 4 Fangs. I'm going for the Wasp. Missile Interceptor. Mal die Updates mitnehmen. Ich glaube, damit bin ich ganz gut jetzt. Hoffe ich. Versuch mal was anderes. Mal gucken, wie er das countern wird, wie er auf meine Luft reagiert. Mit Mustangs, okay.
komm. Was ist denn so ein Fang Level 3? Oh, jetzt geht aber los. Hold the line, Mustangs. Hold the line, meine Freunde. Eine Scheiße, die hat er. Oh, die Mustangs bei ihr. Razern ja alles weg bei mir. Oh, aua. Oh, die Mustangs sind bitchy. Mustang und Fang zusammen. Das haut rein. Das tut weh. Läuft. Ich bin richtig gefickt worden. Okay. Mustang und Fang hat meine komplette Ehr weggenommen. Ich hab gut gewonnen. Fischi kann gar nichts, ey. Der wird komplett gecarried von Franzi. Nice. Komplett gecarried. Das mit dem Speed-Up ist ein nice. Der Update, by the way. Ja. Man hat auch die Fangs. Tank noch ein bisschen, Tank noch ein bisschen. Ja, die bumst mich da jetzt halt weg, ne? Ja, die Swarmcrawler sind halt Arsch und ein paar Fangs dazwischen. Brauch was für viele kleine, aber mit Range. Wie kriegen wir das denn hin? Mit dem Skorpion voll reinhalten? Komm nicht dran an meine Leute hier. Hallo. Arschen. Okay. Lief eigentlich nicht schlecht. Es läuft eigentlich nicht schlecht. Ich frage mich, ob ich die Sabertooths einfach noch mehr tanken lassen sollte. Indem ich einfach Reparatur anmache. Ich habe mal was ganz Wildes ausprobiert, Jay. Ich habe noch 200. Dann hole ich nochmal Mustangs, weil wir haben Anti-Air-Gegner. Okay. Boah, das ist immer spannend, solche Turniere, ey. Yes. Ich krieg jetzt vielleicht den Feuershit ab. Mal gucken, was er da gekauft hat. Das wäre ärgerlich, wenn der hier landet, aber kann passieren. Sonst hätte ich bisher gar nichts gekauft. Scheiße. Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich predicted, ey. Scheiße. Oh, das. Okay, die Runde werde ich hart verlieren. Gehe ich mal von aus zumindest. Das ist richtig bitter. Ich guck mal, mir sieht gerade ganz interessant aus. Komplett auf die Schnauze. Aber nur wegen dem Feuer. Ah, was hat er denn die Luftdinger alle weg? Ah, hat nicht. Ach, das ist schlecht, weil ich krieg Schaden. Und zwar nicht zu knapp. Bolz, geht nach oben! Nach oben! Ja. Das war wichtig. Ich gewinne noch gegen Fischi sogar. Oh mein Gott. Der kann ja echt nix. Die Stormcrawler sind Arsch, also die Stormcrawler habe ich unter Kontrolle, aber die hat so viel Kleinmist und die beiden. Guck dir mal an, ey, wie der tankt, ey, der Sabertooth, ey, der geht ja richtig mega übel ab. Am Stissel. Und das schaffst du noch. Süß! Guck dir das an, mit einem Amphi, wer den Helden magst, man, ey, Legende. So eine Legende. Nein, ich bleib dabei. Ich fühle mich gut. Wir machen jetzt das Elite-Marksman-Upgrade bei den Snipern, damit die richtig reinbumsen in den Overlord. Danke, danke schön. Danke. Mache ich mir mehr Schaden? Vielleicht gar nicht so bad. Ich erhöhe die Range nochmal von den Fangs. Oder mehr Damage.
Aber ich habe nicht so viele. Die kleinen Hurenviecher da alle weg. Was soll ich machen, Chat? 40 Sekunden noch. Upgrade holen? Oder was bauen? Hast du Sniper mit Reichweite schon? Ja, ja. Okay. Alter, Sniper, Reichweite und Elite ist mega. Hat der an sein Assets-Shit, ey. Kannst du hier wieder auf mehr nicht sagen? Warum knallt er den Dicken da ab? Alter, dieses Stormcrawler, das gibt's doch nicht. Raste aus. Okay, ich gewinne hart wieder. Ich habe wieder Mustangs und Stormcrawler. Immer die rechte Seite, wo der durchbricht, aber auch immer nur, weil er mich schwächt da. Sonst würde er keine Schnitte haben. Also noch weniger. Ja, kämpft euch da durch, meine kleinen Freunde. Ja, wie kriegst du deine Mustangs da weggefriest? Ja, das ist... Ich krieg die nicht kaputt. Wie hoch ist die Range von Firebatcher? Barrier könnten wir jetzt gehen. Tryen mal was. Ja. Ich habe einen Legenden Sabertooth einfach auf Stufe 9. Nice. So. Ich ärgere mal Franzi und setz da mal einen Rhino hinten rein, ne? Mach das gerne. Links oder rechts? Wo bist du stärker? Rechts. Ich lasse es einfach. Ich halte nochmal die 200 für gleich. Kann ich mir vielleicht noch einen Fortress holen? Ach, scheiße. Oh Mann, ich hätte eine Sache setzen. Oh, Lolli, mach das selber, Alter. Was ist das? Ah, nee, doch nicht. Diese Mustangs gehen so viele so kleine Viecher auf die Zwiebel. Das gibt's doch gar nicht. Die krass, Mustangs okay, jetzt überrannt er mich da auf der Seite. So hart. Ich krieg hier überhaupt gar nichts rausgecountert. Ich krieg nicht mal die Schilde weg, die da stehen. Legenden Sabertooth. Guck dir diesen Legenden Sabertooth an. Stufe 9, er hält alles aus. Ach, doch nicht. Und da ist er dead. Ich gewinne wieder gegen Fischi, Alter, aber ja, was da ankommt, ist ein bisschen zu viel. Ist einfach richtig. Das Stormcrawler, Fischi. Aua. Okay, wir kriegen. Die stehen alle in diesem blöden Hurenschild auch.
Aber die Feuerdinger sind gut gegen die ganzen Crawler. Oh, Skorpion. Reichweite. So. Balkans oder Taranteln? Doch sogar das Upgrade von den Dingern, ey. Wo sind denn die Taranteln? Ja. Range wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ein bisschen überraschend spielen hier. Ah, ist okay. Gucken wir mal. Mal gucken, ob wir damit jetzt den Break kriegen. Das ist ein enges Match eigentlich immer, ey. Das muss endlich was. Ach du Scheiße, jetzt bin ich im Arsch. Okay, die halten ja richtig lange durch, ey. Okay, die Fangs sind instant dead. Da war 5 FPS. Lass ich jetzt auch Taranteln. Ach, weil diese Mustangs, die stehen einfach hinter diesem Schild und pimmeln sich ihr Leben. Ich hasse es. Das ist krass, Alter. Ich mache jetzt immerhin gut Damage, aber lange noch nicht genug. Es sind immer noch zu viele Mustangs. Es sind zu viele. Aber es wird knapper. Ja, da kann ich halt nicht gegen machen, glaube ich. Es sind zu viele. Kann ja niemals halten, ey. Die werden ja, man, mir instant Alter. Weg. Ja, das könnte es gewesen sein. Wobei, du machst gut was weg noch. Also Sepp, du musst jetzt ein bisschen mehr machen. Also langsam. Okay. Increases Range. Immer gut. Also ich kann leider auch nicht mehr machen. Ja, nee, ich muss einfach die... Ich muss an ihre Mustangs kommen, die hinterm Schild ganz weit hinten stehen. Die sind richtig, richtig ätzend. Die Mustangs sind hä? Einfach... Hä? Stufe 900 Max-Level? Bitchy. Ja. Danke, danke schön. Mehr Mustangs. Wir haben einfach mehr Mustangs. Einfach um Sepp zu helfen. Und wir machen die Mustang stärker. Geh nochmal 200 extra Moneys holen. Hab ich. Irgendwie mal. Keine Ahnung. Also immerhin haben die ja, Scorpions. Ja, das Shield war gut. Nein, das Feuer geht trotzdem durch. Oh Mann. Ist das unlucky, ey. Diese Schilde, diese Hurenschilde. Burn, Franzi, burn! Brenne! Verrecke einfach! Boah, ich krieg's. Ja. Boah, das ist diesmal hart kaputt. Ey. Ich krieg sie nicht kaputt. Ich hab zwar wieder ein bisschen mehr kaputt gekriegt, aber das sind. Ich hab weniger kaputt gekriegt, leider.
Weil ich outrange halt ihn. Aber es bringt nichts. Jetzt brennen die Rauner ab. Also. Ja. Legenden Sabertooth Stufe 9 ist natürlich am Start, aber ich glaube, das ist GG. Da kann ich nichts gegen machen. Nicht gegen Stufe 4 Stormcaller. Ey, wie schnell also. Der Stufe 9 Sabertooth dann doch verreckt, ey. Ja, die Stormcaller GG. Haben halt. Also. Krass. Ja, Franzi hat aber Fischi sowas von im Backpack gehabt, ey. Sowas von. Naja. Machst du nix. Passiert. Return to Lobby. Das war ein geiles Match. Oh ja. Vor allem, wenn man einen. Vor allem, wenn man Fischi die ganze Zeit schön vorgeführt hat. Ah. Er hätte ich auf R gehen sollen. Boah, weiß ich nicht. Der Doofe war, ich war eher, aber konnte überhaupt nicht gegen Franzi gegenstinken, weil ihre Mustangs, also Mustangs sind da einfach sehr gut. Die rasieren da komplett durch dann, ne? Ja. Machst du nix. Und sie hat die halt richtig gut verteidigt. Ja. Und wenn du nicht an die drankommst, hast du halt verloren. Ja, ey, passiert. Ja, Overlords sind immer geil, das ist richtig, aber... Mustang mit dem Anti-Upgrade. Matteo und EdoP haben die erste Runde gewonnen? Bitte was? Okay, wild. Das machen die doch absichtlich für Seeding. Das glaube ich ja nicht. Wobei Matteo ja auch nicht schlecht ist, ne? Aber... Nee, das nicht. Ja, Overlords, die haben bei Fischi tatsächlich gar nicht so viel gebracht, Alter. Ich finde, die sind ziemlich kaputt gemacht, ey. Edo ist die Franzi in dem Team, ja, das glaube ich. Ich möchte jetzt gegen Matteo spielen. Wobei, ja, mach du da Edo fertig. Damit du auch mal ein gutes Gefühl ja hast. Ja, ich weiß. Ist nicht random, je nachdem, wie das Ziel ist, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Vielen Dank. Oh. Hallo. Jay, ich habe dir einfach mal meinen Steam-Friend-Code rübergegeben. Böllert. Wo hast du mir den rüber da hast du mir den rüber geböllert? I see, I see. Zack, zack. Hallo. 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 GG. Das ist GG. Also Franzi, wie schwer, hast du Rückenschmerzen? Ja. Also, du musst ja solche Rückenschmerzen haben, Franzi. Es tut so weh, es tut ganz doll weh. Ich erwarte noch eine Massage. Eine? Ich glaube, da reicht eine nicht, ey. Ey, ich habe auch Sagen gemacht. Also, du wirst ja mindestens schon 5 Bandscheibenvorfälle haben nach der Runde. Ich hab dir eine geschickt, Johnny. Ah, okay, du hast sie auch schon angenommen. Ich hab's auch angenommen. Ich hab vergessen, dass das im Mechabellum nicht sofort geht. Wie aber konntet ihr gegen die beiden verlieren? Könnt ihr das ganz kurz sagen? Oh ja. Wie bitte? Edo, ja. Edo muss insane gut sein. Hä, hey, die sind beide mega gut. Da fuck. Also, ich hab auch nicht gelogen im Gegensatz zu euch. Ja, du kannst das Spiel gar nicht, lol. Okay, ja, ich bin bereit. Was will man Hallo? Hallo? Jay, willst du einfach mal bei Mechabellum einfach einen Chat schreiben? Dann. Ja. Suche ich dich darüber. Ja, stimmt, du kannst einfach. Matteo, du kannst alle einladen, oder? Oder nicht? Wie mach ich Jay Brr? Ja, ich hab euch. Und dann die Einstellungen richtig, ne? Supply Base. Genau. Ihr könnt gerne schon mal die Games einfach starten, dann wir machen einfach smooth weiter. Nice. Invitation, geil. Spectator. Aber schon mal GG an alle, das ist ein sehr geil. GG. Das macht Spaß. 10 Runden. Ja, das macht schon Spaß. Ja, also wir haben keine Runde gewonnen bei uns. Wir haben 10 Minuten nach euch gestartet und waren vor euch fertig. Ich finde das stark. Wir haben mit einem Legenden, ein Legenden-Marksman hat überlebt bei einer Runde von uns. GG also. Ja. Das war der Feuer, der hatte 0 HP, hatte der. Der hatte sehr viel mehr HP. Der hatte sehr viel HP. Das war mindestens 2. Aber wir haben uns gefreut. Ja, ja. Wo muss ich eigentlich, wenn das Spectator geht? Ja, geil. Spectator in Delay. Startet gerne die Games, ne? Macht es einfach so, wie es passt bei euch. Und dann. Ich geh noch ganz kurz Pipi. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Dann schnell start das Spiel, schnell start, start. Ich bin hoch. Schnell. Start the game.
Vielen Dank an die ganzen Subs, die reingekommen sind. Hexe Naresha, Muster Maxweg, Opalt, Outcast, Dante Amazing Nerd, Realt und Kritte, Pyromant, der dicke Werner, Nirk Drüm, MyLight, Dankeschön, der Sumisan, Novakor, Ariamsee, Chakra, Krat, Unterseher. Vielen, vielen, vielen Dank für all eure Subs. Sepp hat keine Brille mehr, der hat sich die Augen lasern lassen, das ist korrekt. Das erste Match hat schon super viel Spaß gemacht. Also, da kann man drauf aufbauen, auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Schon ganz geil. Macht wirklich Bock. Danke. Kannst du mal schauen, wegen dem Sync den Server zu wechseln? Was heißt hier Sync? Was heißt Sync? Bobby, I do not know. Sepp hat Laseraugen, das ist korrekt. Sepp hat jetzt richtige Laseraugen. Ah. Nee, das hat aber nichts mit dem Server zu tun. Ich müsste Async sein. Ich kann aber nochmal einmal Sepp auch rausmachen und reinmachen, aber viel mehr kann ich da auch nicht dran tun. Wenn er wirklich so asynchron ist. Hier Sebastian. Ist dir aufgefallen, dass man alle Einheiten eines Typs gleichzeitig promoten kann? No. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber, also ich finde es cool. Das ist halt so, ne? Macht's entspannt. Aber manchmal brauchst du ja vielleicht dann noch ein Fuffi übrig oder sowas, um Sachen zu kaufen. Und da finde ich es dann eigentlich ganz angenehm, dass du es einzeln machst. Also, deswegen, Dankeschön, Jiet, für den Sub. Vielen, vielen Dank. Ach so, ich muss bereit machen. Oh mein Gott. Ihr habt zufällig auf mich gewartet und haben die ganze ready gemacht, ne? Das habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Nö, war alles gut. Wir haben noch ein bisschen gequatscht. Nein. War alles gut. Ja. So, Sepp ist fullmute. Ich hab mich weggemutet und dann hört ihr logischerweise Sepps Stimme auch nicht, Chat. Das ist richtig, dann ist das eher so. Okay. Tarantel. Oh, ich habe einen richtig, richtig starken Start. Worauf gehst du? Spezialist. Ich werde jetzt auch mal Stormcallern. Ich will jetzt zurück Stormcallern. Das hat mich so hart abgefuckt. Das hat mich gerade, also die Franzi-Strategie, die hat mich gerade so hart abgefuckt, dass ich die komplett einfach kopieren werde. Geh einfach mit der Taktik nochmal rein, ey. Gerade funktioniert. Oh ja, Gott, ich hab Stormcaller so als Gegner. Haben. Okay, was ist stark gegen Stormcaller? Was ist stark gegen Stormcaller außer Mustangs? Allgemein Mustangs oder halt Crawler? Alles, selber. Was Boden, alles, was oben ist. Crawler, alles, was den Fokus wegnimmt. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe bei der Aufstellung halt sie hintereinander gestellt, den Sniper hinter einen anderen und das war einfach wack. Gut, dann gehen wir mit Crawler rein, oder? Sieht doch nach einer guten Aufstellung aus hier. Die Sniper, die Crawler, dann die Mustangs. Abfahrt. Ja, wir müssen gucken, dass wir dann mit den Mustangs eventuell dann wirklich das Update wiederholen. Das ist auch nicht so teuer, was kostet. 200. Das ist drin. Bei 300 kostet es, glaube ich. Guck mal, wir spielen das. Ne, 200. Das ist im Zweifel genervt. Aber guck mal, du hast. Wir haben selber. Wir haben dasselbe Setup Gegner. Als Gegner. Naja, die werden. Ich spiele gegen Johnny, du spielst gegen Nomi. Okay, das wird hart für dich, glaube ich, weil Nomi ist ja wirklich gut. Nomi kann direkt Stufe 2 rekrutieren. Das ist halt asozial. Okay, ich spiele gegen ganz viele Crawler. Okay. Aber macht den Start für Nomi auf jeden Fall schwieriger. Nomi geht auf Sniper. Ja, meine Sniper sind auch komplett useless. Nomi geht auf Sniper. Taranteln-Chat? Als nächstes? Könnt ihr mal
mal bitte den Sniper angreifen, nicht die Stormcrawler? Dankeschön. Schießt ja, doch mal, rein, ihr Affen! Das ist einfach tot. Ich hab ihn. Ja, ich nicht. Stormcrawler, ein paar Crawler und ein paar Stormcrawler und ein Arclight sogar. Wow, ja, richtig viel. Du hast noch richtig viel, ja. Das stimmt, der Arclight. Oh ne, die laufen alle nach oben auf Speed Up, mal. Oh nein, das ist nicht gut. Oh nein. Ja, das ist richtig. Ah, oh doch, doch, doch. Oh, Arclight, Legende. Oh, jetzt, oh mein Gott, da! Ah, Legenden-Crawler da oben, komm! Nein! Nein! Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, reicht, 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 reicht. Aber. Oh, die werden genauso schießen. Das nee. Ja, okay. Wir haben halt super viele Crawler gespammt, ne? Also deswegen glaube ich, Hacklights könnte ich natürlich auch gehen, aber wenn die Taranteln eh freigeschaltet sind, dann gehe ich doch auf die Taranteln. So viele Taranteln, ey, holy moly. Nochmal eine Runde Crawler für die Mitte kaufen. Ach, ich habe noch einen neuen. Noch einen Sniper am Stissel. Wie nett. Hm. Geh mal dahin, mein Freund. Geh mal dahin, meine Freunde. Genau. Ja. Also. Die Taranteln sind gebaut. Die müssen ein bisschen tanken. Am besten die ganzen Crawler wegtanken. Und das Mustang-Update gegen die Stormcrawler müssen wir kaufen. Vielleicht nächste Runde dann. Aber jetzt war mir erstmal wichtig, was gegen die Crawler zu machen. Natürlich hat er auch Taranteln. Aber die werden hoffentlich abgeknallt. Oh, Nomi macht... Okay, noch mehr Stormcaller. Ich krieg Backstraverino mit Panzern. Panzern, interesting. Hey, Panzer? Oder wilde Nummer? Ich auch noch nie gesehen. Nicht gesehen. Na, vielleicht ist das irgendwie neue Meta. Ja, oder irgendeine Meta, ne? Oh, was ist das denn jetzt Wildes? Panzer spawnen auf jeden Fall ziemlich schnell und dürften. Macht er denn da mit dem, hier. Was macht denn Johnny da mit den Crawlern, Alter? Gut wegnehmen. Die Mitte wird trotzdem da noch gebumst. Warum? Ja, seine Panzer werden... Und der eine Crawler, Leute! Aber ich hab ihn vorher, bevor er seine Panzer bei mir hat. Die sind halt so in 10. Mein Match ist besser, aber... Mein Match ist durch. Nee, meins nicht, aber ich... Ja, ich brauch einfach, ich bin guter Dinge, dass ich gleich mit dem Upgrade dann ganz gut laufen werde. Komm, mach nur noch mal das Ding da kaputt, bitte. Ich krieg zumindest noch richtig viel Erfahrung, ja. Mega gut. Na, da unten die Crawler leider auch. Speed up. Also, du hast ein paar Crawler als Gegner. Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe auch ein paar Mustangs noch. Oh, warte mal. Ich gewinne das. Nein! Voll, oh, jetzt krieg ich die Hilfe. Ah, ich hab aber auch Feuer, okay, drei Crawler. Ja, das ist okay. Das ist okay. Nice. Let's go, Zap. Schon so eingefuckt. Aber, also, okay. Jetzt hat er zweimal Level 2 Panzer dahingestellt. Das finde ich jetzt aber auch wild. Das finde ich jetzt wild. Da kann ich doch einfach Steelballs reinpumpen. Und dann sind die doch gefickt. Und die Steelboys nehmen doch die Panzer auseinander, oder nicht? Das ist ganz Banane. Naja. Na, ein paar mehr Sniper einfach haben, weil wer weiß, ob wir die noch brauchen. Okay, die Upgrades müssen wir dann gleich holen. Okay, bei mir geht der voll auf Sniper-Elite. Hat er die Shotgun-Sniper? Overlord. Er hat keine Shotgun-Sniper. Ich habe einen Overlord jetzt am Sack. Oh, das ist schlecht. Mit Upgrade. Gegen Overlord kann ich leider nicht viel machen.
Ich hab einen Mustang-Squad, den musst du kaputt kriegen. Jetzt schauen wir mal, ob ich das schaffe. Seine Tanks hier. Meine Mustangs leveln halt nicht. Rein investiert. Als ob er da ein Schild platziert. Ey, Nomi, Streamsniper ist hier verboten. Er Schild gegen meine Rakete baut. Wild. Alter, wie alles in die Mitte rennt. The fuck? Meine ganzen Leute rennen in die Mitte. What? Okay, das ist ja mal übel wild gewesen. Meine Skillpoints decken ihn. Okay, ich bin komplett gebumst worden von mir. Schlecht. Ja. Bei mir sieht jetzt gerade auch nicht so ein mega Knorke aus. Ich brauch was gegen die Seite. Ey, da kommt die ganze Seite. Sie sind alle nach innen gelaufen. Ey, was war das denn? Können bitte mal diesen Schild wegmachen? Das wäre mega, Leute. Das war ja Arsch, ey. Schildwerk, yo, ich hab ihn. Ja. Aber ich hab nicht so viel. Ja, meine gesamten Truppen sind in die Mitte gezogen. Das war ganz crazy. Das war richtig unangenehm. Ich hab vorne gestellt, was wichtig war, um das zu ziehen. Ja, weil alle auf die Crawler vorne. Das war belastend. Eine Crawler-Pack da, ja. Das ist richtig belastend. Ich habe aber nicht schon wieder ein Schild, Jungs. Also irgendwas hat er vor hier auf meiner Seite, aber ich weiß noch nicht, was... Problem ist, wenn wir nicht schnell gewinnen, wird Nomi im Late Game auf jeden Fall stärker sein, weil der die Level 2 Viecher rekrutieren kann. Das ist im Late Game auf jeden Fall stärker. Ja, ich tue my best. I tue my best. Vielleicht geht's jetzt besser. Jetzt sind die Seiten nicht mehr so offen, die überrannt werden. Der Sniper jetzt mit Range und er hat Crawler hingeschickt. Okay, wild. Das sieht gut aus. Bei mir macht er versucht mich auf jeden Fall immer über die Seite bumsen zu wollen. Das ist erstmal unangenehm, aber kriege ich zumindest unter Kontrolle. Aber seine Sniper ficken mich jetzt voll. Ich hab ihn wild. Hart. Die drei Arclights, holy moly, wie krass das sich geändert hat. Dadurch. Arclights? Die drei Arclights haben. Das sind Legenden-Arclights. Nice. Komplett nehme ich ihn hops gerade. Komm, als ob er jetzt mit einem Sniper. Oh mein Gott, der Sniper, ey. Was ist das denn für ein Legenden-Sniper bei ihm? Krass. Ich hab ihn auch hops. Ja, hab ich komplett hops genommen jetzt. Das gibt Damage. Nice. Let's go, Sepp, komm. Lass uns ein Match gewinnen. Das wäre cool. Ja, finde ich auch ganz nett, wenn wir hier so ein Match gewinnen würden. Ah, ist auf jeden Fall gut Damage. Das war Schmackofatz. Was mache ich denn gegen Sniper gut? Oh, ein Sandworm. Wasps. Sabertooth. Dankeschön. Danke. Einfach Wespen? Er hat nichts gegen er. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach Wespen mal shitte. Warum nicht? Er hat nichts gegen er. K
greife meine Seite nur an. Also irgendwas hat er hier geplant. Gucken wir mal. Also ich finde, wir stehen ganz gut hier da. Jetzt haben wir noch das Range-Upgrade. Ich hoffe, ja, mal gucken, wie der Overlord. Das kann natürlich gleich mit Updates noch mal richtig eklig werden, aber alleine die Arc-Glides, die da jetzt arbeiten, das sieht ganz gut aus. Mal gucken, was er mir da jetzt entgegenwirft. Danke, danke schön. Danke. Gucken wir mal. Okay, das sind jetzt auch die Wars, aber die tun mir nicht weh. Was von hinten? Einer geht einfach nur auf Elite-Sniper. Keine Ahnung, was sein Plan so im Long-Game ist, außer Elite-Sniper. Ja, das Saber, gute ja. Level 5. Oh, unangenehm. Okay, deine, die Panzer, die da sind, lenken meine Mustangs ab und dadurch ja, können die da easy durch. Aber jetzt durch. Kommt meine komplette Armee zu dir rüber. Das ist schlecht. Oh, jetzt bin ich am Arsch. Ja, ich bin schon vorher am Arsch. Das ist schlecht. Du musst schneller die Panzer gefallen. Besiegen. Ja. Muss ich tryen. Oder ich laufe dir da voll durch. Ich krieg ihn, aber meinen krieg ich. Ja, das ist gut. Obwohl die halbe Armee jetzt von dir bei mir ist, das ist gut. Ja. Meine kriege ich, glaube ich. Aber wobei, außer die zwei Sniper machen jetzt hier schon elegant. Ach ja, komm, die Sniper können nochmal ein bisschen leveln, das ist gut. So viel Range haben. Okay, kriege ich ihn nicht ganz. Vier Sniper da. Ja, ich baue da Steelballs hin, damit die da schnell nach oben gehen können. Oder irgendwie sowas. Ich will auch die Panzer da weg haben. Ihr habt da keinen Bock drauf. Das Team, da jetzt unten auf den Sack gehen. Wir verlieren den nicht schnell genug, weil davor auch noch Crawler sind. Das ist halt Arsch. Also da sind Crawler zusätzlich vor. Zu den Panzern sind auch Crawler. Die ja, oder ich setze einfach Mustangs weiter vorne dahin oder sowas. Irgendwas. Ich habe Mustangs, ich habe Steelballs und noch die Wespen. Habe ich alles. Ja, schießt die Raketen ab. So Speed ab. Vergesst das immer. Weil das noch so neu ist. Sehr gut, Sepp. Haben wir geholt. Super lange. Sehr gut. Für mich aber noch relativ neu. Ach so. Bombardement, ne, die Range. Range ist besser als alles andere. Official ist natürlich sick. Alles auf die Mitte konzentriert. Orbital macht da auf jeden Fall Bumm. Ja, wenn er die Orbital macht, dann hat er die Runde gewonnen, aber das gewinnt nicht deren ganze Runde. Deswegen würde ich einfach da mal drauf scheißen. Das tut jetzt nicht so weh. Danke, danke schön. Danke. Bei mir werden sowieso alle Einheiten zur Seite weggezogen. Das bringt ihm gar nicht so viel. Auch da die Reichweite. Da das. Okay, wie kriege ich die Sniper besser unter Kontrolle? Danke, danke schön. Danke. Wespen mit Energieschild ist auch auf jeden Fall eine gute Sache. Noch zwei Crawler upgraden. Oh, das wäre eigentlich auch mega. Was ist das für ein Upgrade? Okay, Launcher Overload. Habe ich noch nie gehört. Gehen die beiden auf die nach vorne. Vielleicht müssen wir dann wirklich das Steelballs noch hinsetzen. Okay, jetzt hat er Range Upgrade kein Orbital geholt. Gegönnt. Er ist am Arsch. Aber mir auch nicht, zum Glück. Also er wird richtig gefickt vom Orbital.
wobei mein Orbitkäfer auch richtig. Also, wie schlägt der denn ein, bitte? Er hat sich auch noch Tanks auf die Seite gesetzt, dieser Asso. Also er versucht mich einfach auf die Seite zu ziehen, möglichst lange, damit er jetzt meinen Kern anschießen kann. Fick dich. Raster. Krass, ich werde komplett da überlaufen auf der Seite. Was ist denn das? Hey, wie geht das denn auf meiner Seite? Also ich komme da auch noch zu dir rüber. Ja, aber die Crawler laufen einfach durch. Also meine rechte Seite ist easy. Die linke Seite ist halt Arsch. Ist egal. Dann Overlord runter und dann haben wir die beiden. Wir haben das doch. Shit. Let's go. Aua. Oh, au. Okay. Das wäre schön, wenn wir das gewinnen, ey. Okay, wie kriegen wir jetzt möglichst viel Bullshit rein? Den muss ich kaputt kriegen. Also packe ich hier. Die Bolts rein. Und dann. Gucken wir mal. Okay. Oh nee! Als ob der jetzt einen Vulkan baut, wo ich das Upgrade gemacht habe von den Crawlern. Das ist richtig bad. Der Vulkan könnte richtig rüber, mies Leute. Sein. Mach diesen. Der Vulkan ist Panzer ganz kaputt. Bitter. Nicht auf die Base! Warum? Wichser! Mit einer P schießt er auf meine Base oder was? Okay, Chat, we have a problem. Also, ich mache ihn eigentlich so easy. Aber irgendwie kriegt es immer hin, dass er einen Turm kaputt kriegt. Raste aus. Wieso haben wir ein Problem? Weiß ich noch nicht. Kann ich dir helfen gleich? Naja, also wer hat mich jetzt die Runde gecountert? Naja, jetzt stirbt natürlich noch der Turm. Werde ich nicht surviven. Oder? Nee, kann ich nicht surviven. Also ich mach nicht viel an Damage. Doch, lol. Okay, aber ich hab nicht viel. Ja, dann reicht das vielleicht nicht. Also ich. Achso, das kommt alles rüber? Vielleicht. Moment, was ist das alles? Ist das deine? So erstmal, ja. Ach so, ja, easy. Ja! Nice! Geil! Let's go! Let's go! Puh! Was? Das war übel, ey. Das freut mich. Jetzt ist alles easy. Jetzt ist der Abend entspannt. Ne? Ja, jetzt ist wirklich alles entspannt. Jetzt kann alles passieren, was passieren kann. Oh, schön. Uiuiui. 50 Damage. Eine Runde gewonnen war wichtig. Das war close. Eine Runde gewonnen und dann ist man. Dann sind wir zufrieden, glaube ich. Ach, Leute, Key die ganze Zeit noch weg. Oh mein Gott. Keiner sagt was.
Das Key weg. Ja, Marco Reus' Arm wird komplett weggekeyt. Guck mal hier, jetzt ist er da gelb. Ach, was soll denn das? Deswegen war ich so dunkel. So. Wir gehen mal hoch. Ja, ich muss einmal trinken holen. Aber ich lasse euch auch laufen. Okay, geil. Soll ich schon mal Lobby aufmachen? Oh, 50 Damage, ey. Das war, glaube ich, wichtig. Ah, ja, war ein krasser Finisher. Unser Comeback war vorbereitet. Was sind denn Tiebreaker-Regeln, falls wir ein 1-2 schaffen? Also warte mal, gegen wen spielen wir jetzt? Wir verlieren den direkten Vergleich gegen alle, die 2-1 gehen konnten, 1-2 gehen konnten. Ich glaub. Stimmt. Oh nein. Dann haben wir immer 2 Matches gegen Fischi? Ja. Ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Mal Fischi, ich spiele jetzt ein Best of 1 und dann Best of 3, Fischi. Okay. Okay, haben wir genug Zeit, Artillerie-Counter zu finden. Wow. Wieso blenden die unseren zweiten Punkt nicht ein? Was soll denn das? Nein, das ist in der zweiten Runde habt ihr einen Punkt bekommen, oder nicht? Also ihr habt nicht 2 Punkte, sondern ihr kriegt den Punkt in der Runde. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Es gibt keine Tabelle, sondern 1, 2, 3 Runden einfach. Ich verstehe. Okay. Aber warum hat Franzi nicht den zweiten Punkt, meinst du? Naja, diesmal muss ich sagen, wurde mir gut geholfen. Warte mal, ich bitte dich. Oh fuck. Also es wurde auch... Ja. So, GG an der Stelle nochmal. GG. War gerade auf Klo. Wie kick ich? Bestity. Rechtsklick? Ist Tyler aber auch besser als ich. Was gehen wir dazu? Rechtsklick kicken. Komm aus der Lobby raus. Und ihr macht eine neue. Ich kreate. So, wie ging das andere Spiel aus? Du hast schon eingeladen? Oh. Franzi hat gewonnen. Ja. Wir haben verloren. Zu null. Was? Also, okay. Wie habt ihr denn gegen Fischi verloren? Also gegen Franzi vielleicht, aber gegen Fischi? Wow. Große Worte hier von Jay. Also bei dir gucke ich jetzt auch gleich nochmal ganz genau zu. Also ich weiß ja nicht, ob wir nochmal gegen Fischi spielen. Mit Fischi habe ich den Boden aufgewischt, ja, an der Stelle. Das muss man wirklich sagen, das hat sich getan. Ich glaube, Jay hat jede Runde gegen Fischi gewonnen, aber gegen Franzi ist halt schon. Würde ich jetzt echt... bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der jetzt. Doch, ich habe jede Runde gewonnen. Jay hast du eindeutig. Ja, habe ich. Franzi ist schon ganz schön krass. Franzi ist ziemlich krass. Und mach mal Zuschauer-Chat sichtbar aus. Sollen wir schon ready? Spectator-Chat visible aus. Ja, yes. Dann haben wir nicht nachher. Nice. Zuschauer drin, die sagen, ich bin geil oder andere Dinge, die TOS sind. Ah ja. Ich bin geil. Geil. Schreibt das einfach mal in den PeaceMe-Chat jetzt. Ja. Schreibt aber einfach alle, ich bin geil jetzt in den Chat. Okay. Nein, Mecha Bellum ist geil. Das müsst du reinschreiben. Das ist für mich Wahrheit. So, gehen wir los? Gehen wir los. Ich kann loslegen. Werden wir gezogen? Wir bleiben los. Oben. Channel, wir gehen wieder in 4 rein, Jay. Good luck, nein, warte mal, wir bleiben dann hier. Wir gehen in 1. Warte mal, ich hab keine Ahnung. Ja, oder ist 2 noch frei oder ist Matteo da am Zwinkelzwinkeln? Ja, gehen in die 2. Tschüss. So, ich habe gerade im Chat gesehen, dass der Sabertooth ja auch die Missile Interceptor hat. Ist das besser als bei den Mustangs, Chat? Da war mir nicht bewusst. Ja, der Sabertooth ist besser. Da. Okay. Aber dann. du hast auch in dem neuen, der ist nicht so also der Weitblicker, ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt, das neue. Forcier. Das kann auch nochmal Anti-Missile. Okay. Aber Säbelzahn ist tendenziell besser. Danke. Weil er halt tanky ist und mehr survived. Ja gut, okay, dann merke ich mir, dass man dann im Zweifel den Sabertooth da nimmt. Den nehme ich immer, wenn du den Pick bekommst, dann nehme ich den für Abwehr. Ah, Edo wird hart, ne? Edo ist richtig gut in dem Spiel. Ja, Matteo ist auch nicht schlecht. Ich habe früher auch schon ein paar Mal gegen Matteo gespielt. Das war jetzt auch nicht super easy, aber ich glaube, es ist zumindest machbar. Wenn ich auch sehe, dass die gegen Franzi und Fischi verloren haben, dann sind die jetzt auch nicht besser als wir, ne? So. Was haben wir hier?
Oh, Weitblick. Was ist Weitblick? Rang 1, kostenlos. Erhalte einen Weitblick. Selber Tool Specialist. Guck mal, da haben wir doch direkt die Anti-Ärsche. Tarantula und Sniper ist, glaube ich, eine ganz gute Kombo. Und Sabertooth Stufe 2. Okay, dann gehe ich auf Riese im Long. Oh ja, warte mal. Oh nein, Tarantula, ich muss gegen Edo ran. Oh ne. Okay, was haben wir da? Panzer und Crawler. Ist eigentlich ganz okay, Panzer und Crawler. Finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Um uns mal... Lohnt es sich jetzt Arclights überhaupt zu holen oder einfach auch kleine? Fangs oder Crawler? Fangs bin ich nie ein Freund von, ey, die kriegen immer auf den Sack. Ja, weiß nicht, ob die gebufft wurden. Fangs brauchst du nachher im Late Game zum Distracten, dann Fangs ganz gut. Um halt, weiß ich nicht, sowas wie Steel Balls aufzuhalten oder... Weißt du, die stehen halt lange, weil die so langsam sind und so sind halt Einzelheiten. Eine richtige Arschloch-Taktik, alles nach links setzen, richtig reintrollen. Also das wäre richtig wild, ey. Scheiße, einmal so links alles da hinsetzen. Ja, was machst du denn jetzt? Und alles nach rechts, ey, richtig trollen. Nee, das mache ich nicht. Nee, das Edo komplett ärgern, ey. Komplett ärgern den armen Edo, also, nee. Also das kann funktionieren, dafür ist er mir zu sympathisch. Nee, das mache ich nicht. Das kann funktionieren, aber... Dafür mag ich Edo zu sehr. Also, ich würde Matteo schon gerne zeigen, Bobby, du kriegst ein Timeout. Frechheit. Wer? Bobby wurde getimeoutet? Ja, Bobby sollte ein Timeout kriegen. Er feuert hier Edo an. Oh, Matteo hat richtig Bock. Okay, ganz viel Kleiner. Matteo hat richtig Bock. Guter Mann. Der hat nur Crawler. Das wird wild. Das wird wild. Und die Tarantel. Ja, Matteo, das wird leider nichts für dich. Das tut mir sehr leid, auch wenn die Tarantel echt gut ist gegen meine Viecher, aber ich habe auch starke und das würde ich leider bumsen. Das ist gut, weil ich werde gebumst. Er ist tot. Ich habe nur noch Stormcaller. Ja, das ist dann gut. Das ist einfach. Ja, doch, das reicht. Wobei, die kommen so gestückelt wieder, ne? Nee, das sind drei Panzerchen und dann vier Panzer und dann ist... Nice, wenn der Sniper genau hinter den Panzern dann vom Speed ist, weil der ist ein bisschen schneller, glaube ich. Ja, der ist 8 schnell. Dann kriegt er gleich genau die Raketen ab. Das finde ich schon ganz okay. Ja, Bums. Nice, good job, Sepp. Nice. So, okay, wir haben jetzt... Kann ich noch mehr Crawler holen? Also Matteo geht übelst auf Masse. Oh, sofortige Level 3 Rhino. Oh, das finde ich auch eine wilde Nummer. Oder ein Rhino-Angriff hinten rein gegen seine ganzen Crawler ist natürlich auch übelst crazy. Ja, finde ich aber nur am Anfang stark. Ist auch so. Ich kaufe einfach noch ein Arclight und dann bist du leider, Matteo, im Arsch. Einfach mal die Elite-Dingens mit, Rhino mit. Gucken, ob ich den haben will noch. Danke. Aber noch nicht. Erstmal haben wir noch einen Säbelzähnchen. Hat keiner ein Upgrade hier gekriegt? Ich habe doch alles platt gemacht. Das gibt's doch nicht. Schade. Die Frontline steht. Vielleicht gehe ich diese Runde auf OP-Arclights. Weil er hat auch den Typen, der weniger Angriff und weniger Leben hat. Da sind Arclights natürlich schon strong. Wir sind tanky. Machen übelsten Splash-Damage. Oh, er hat sich einen Rhino geholt. Ah, der fickt mich leider. Der holt sich eine Rakete. Ach komm, ey. Wack. Und Stormcaller hat er sich geholt. Jo, jetzt geht er aber richtig rein, Matteo. Okay, ich werde verlieren. Okay.
Kommt der Rhino halt noch dazu. Rhino, also und eine Rakete. Ja, aber Raketen finde ich immer schlecht. Die machen ja, alles schlechter. Das ist halt für die Runde gut, aber... Ja. Hier war ein Crawler. Ah, was ist das denn? Alter, was kommt von hinten an? Das habe ich gar nicht gesehen. Kleiner Lump. Das ist natürlich jetzt auch bad. Okay, das war jetzt auch nicht so gut. Also ich bin am Arsch. War ich ganz ehrlich. Was hat Edo gemacht? Von beiden Seiten nach hinten. Von beiden Seiten ist er nach hinten gekommen. Mit Wespen und einem Rhino. Komplett frech. Komplett frech. Okay. Jetzt muss ich ja schon... Boah, ich könnte mir so einen Farseer mal holen. Wo ist der denn? Oh mein Gott, den kann man nur per Upgrade holen, ne? Was? Ein Farseer. Ja, ja, es gibt manche, die du nur per Upgrade holen kannst, ja. So, jetzt hast du leider kein Rhinos mehr und bist damit gebumst. Außer du backstabst mich, das wäre jetzt nicht so schwach, aber... Tio, ey. Du kannst, kann ich auch, Arschloch. Schieße zurück mit Raketen. Oh, er hat sich einen Typhoon. Das ist eigentlich jetzt auch nicht so bad. Nee, das sehe ich leider auch so. Egal, ich mache erstmal die C und dann gucken wir mal, wie es läuft. Jetzt setzt er da welche nach rechts! Der teleportiert die! Edo! Ja. Das hatte ich mir schon fast gedacht. Das ist nicht richtig. So ein Lump! Das merke ich mir, Edo. Das ist ja eine freche Nummer von ihm. Für den Overlord gehen. Er hat, also Edo hat auch nichts gegen Overlord, richtig. Ja, doch, ein paar Sniper. 10 von 10 frech von Edo. Oh, guck mal, da dran. Die Rakete wurde auf einer anderen Stelle abgeholt. Oh mein Gott. Ah, hier sehe ich auch ein paar Wespen bei meinem Gegner. Das ist so mies gewesen. Sind leider alle tot. Sehr schön. So, mit dir geben wir gleich noch ein bisschen mehr Firepower. Mir reicht es leider. Ich schaffe es leider nicht, glaube ich. Oder komm, schieß! Schieß! Also, ich habe ihn. Jetzt gehen die Warster nach unten. Kann die, nicht wahr die drei sein. Wespen, die ficken dich. Das ist ein Witz! Komm, mach wenigstens die Wespen kaputt. Das ist ein wenigstens Witz! Wenigstens die eine, die kann ich nicht kaputt machen. Die muss sterben. Ja, wie soll ich die kaputt machen? Schade, die fickt mich. Oh, das kann nicht wahr sein. Mach mal Beschleunigung. Na ja. Egal. Eine Wespe, Schaden ist noch okay. Diese kleine Hurenwespe, ne? Vor allem ist der, hat Edo die auch überall hingesetzt, ne? Der wird die jetzt safe nach hinten setzen. Der wird nie mehr da ankommen. Oh, jetzt korrigiere ich einen Farseer. Ernsthaft? Das war den mal hier hinten hinsetzen. Abfahrt. Aber der kann. Okay, ich selber nicht. So, Edo. Drache. Das kriegt er wieder. Das kriegt er wieder. Und da setze ich dem gleich noch Rhinos hinter. Stufe 3 Rhinos. Mit Leben reparieren oder so ein Quatsch. Ich werde den gleich richtig abfacken.
Finde ich gut. Also mal gucken. Ein Raid. Wraith. Keine Ahnung, was der kann. Was kann der denn? Das UFO. Das UFO hat so 6 kleine Drohnen, die schießen. Aber der hat halt das Schild und das Schild ist mega OP. Weil er mein Schild nicht kaputt machen kann. Ah, er hat sich 3 Sniper gekauft. Nur die Sniper machen Schaden, die Mustangs machen keinen Schaden an dem. Er hat sich jetzt eine Rakete auch geholt. Er hat sich Schilde geholt. Let's go. Schilde auch interessant. Alles geht nach hinten, das ist aber schade. Oh, er hat sich auch Luftabwehr gekauft. Ja, moin. Also Matteo lernt zumindest dazu. Ich meine, die Sniper machen. Ich glaube, ich kriege Matteos Truppe noch zu mir. Ein Stück. Kann sein, dass da irgendwas drüber kommt. Immerhin habe ich die Wasps. Glaube ich, hab ihn. Ja, ich habe. Ja, die Hälfte von Edo ist ja auch rübergekommen. Ah ja, du machst das. Ja. Aber das ist gut, dann kann ich zumindest deine Schilde kaputt machen und dir dann helfen, weil ich habe noch echt viel. Ey, du bist schon so in meinem Kopf drin, ey, mit seinen Psycho-Attacken hier. Also ja, ich hab schon nicht so viel verloren. Das geht schon klar. Bisschen was. Komm, mach den wenigstens noch kaputt. Ja, danke. Ein paar Crawler und ein Sniper. Oh, komm. Lass noch am Leben, Yes, ich habe sogar noch sein Anti-Air weggemacht. Jawohl. Ach, nice. Das ist schön. Das ist gut. Aber gerade so die Investinger sind auch übelst nervig. Oh, der könnte aber trotzdem ätzend sein. Ja, und weg. Oh, die Arclights werden so richtig asozial gegen ihn. Oh, das ist so schön. Erhöht TP aller Einheiten um 300. 30%, ja, das kann ich nicht machen. Muss man machen. Das kostet 300. Naja, dafür habe ich jetzt zu viele Frontline-Dinger. Okay, die Taktik mit dem Rhino verzögert sich noch um eine Runde. Okay, das ist eigentlich ganz gut gelaufen, ja. Einfach mehr Sniper. Yalla. Okay, er hat das Range-Update gekauft. Da muss ich auch noch gegenarbeiten. Wenn es dann soweit ist. Jetzt einfach 2 Overlords kaufen mit dem Reparatur-Upgrade. Ist ja, glaube ich, gebumst. Gucken, was er da jetzt hinbaut. Er hat ja auch nur Crawler, der Edo. Der Matteo. Ja, deshalb. Also meine Arclights sind crazy. Oh, er hat ein Blitzding sich geholt. Was macht das denn nochmal? Er hat einen elektromagnetischen Aufprallschuss, Schaden, Energieschildtechnik, vorübergehend deaktiviert, Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Ja, gut. Das macht halt die Upgrade-Sachen weg, aber das ist jetzt auch nicht so wild, ja. Okay. Gucken wir mal. Er hätte sich um die Seite gar nicht gekümmert. Macht halt ein Schild weg. Wenn ich ein Schild da hätte, wäre das schon nervig. Das hätte sich gar nicht dafür. Echt so insane, würde ich jetzt behaupten. Von Matteo kommen immer ein paar... Ja, zu mir, weil ich ja ihn backstabbe. Aber ja, die ballern da jetzt richtig gut durch. Also die... Meine Crawler haben eine gute Arbeit gerade geleistet. Ja, gut. Und die halten die halt richtig gut auf. Ich bin jetzt schon in den Snipern. Das ist lecker. Ich glaube, Matteo weiß gar nicht, warum meine UFOs so lange aushalten. Das ist richtig mega gut. Die tanken alles weg, was er hat. Gut aus. Einfach alles weg. Das ist insane. Der kriegt so richtig heftig Schaden. Nur 2 Overlords full. Ja. Also ich hab meinen. Ich hab Edo. Ja, ich kann aber nicht. Ich bin aber schnell. Nein. Oh. Schade. Ich hätte gerne noch das Schild kaputt gekriegt. Boah, das kriegt richtig auf. Haben komplett schnell kaputt gemacht, ey. 2000 Damage, ey. Nee, da machen wir nix.
Weil die Fangs sind halt geil jetzt, ne? Boah, die Fangs sind richtig lecker. Holen wir uns. Soll ich den Sandwurm oder die zwei Vulcans nehmen? Ich glaube, ich nehme die Fangs. Die sind schon mega gut. Auch wenn Matteo zweimal diese Feuerbatcher-Dinger hat. Sandwurm ist natürlich auch wild. Das wird jetzt so schmecken, ey. Wir starten mal so einen Sandwurm. Oh, Ido. Hast du den Sandwurm mal gespielt? Ido. Ja, ich habe den einmal gespielt in der Testrunde. Der macht so, der dippt immer mit seinem Kopf auf den Boden und macht so AOE-Schaden. Okay, der Sandwurm ist jetzt so OP eingestellt, Jay. Das wird wild. Weil der kriegt jetzt auch wieder nur Schaden von den Snipern. Das wird ein Schmackofatz. Oh, das wird richtig Schmackofatz. Das wird ein Schmackofatz jetzt. Wenn gleich der Rhino da richtig durchwämst. Viel okay, Anti-Air. Er hat sich die Festung geholt. Okay, das ist natürlich interessant. Oh, er muss die jetzt mit echt mit Missiles countern. Autsch. Das ist ja schmerzhaft. Mal gucken, was mein Würmchen jetzt so macht. Oh, die Rhinos gehen so ab. Oh, die Rhinos, die bumsen richtig weg. Aber er hat immer noch nichts gegen er. Geil, Alter. Warum kriegt gar keinen Schaden? Oh, die Rhinos sind ja komplett krass. Was? Nice. Oh mein Gott. Das läuft so sehr, sehr gut. Guck mal, mein Rhino läuft zu dir rüber jetzt, zu Edo. Zu Matteo. Das sieht gut aus, Sepp. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, weiß ich noch nicht, ob das ein GG ist, doch, aber. Doch. Ich hab. Drei, du hast so viele 400er. Ja, GG. Let's go. Nice, ey. Zweiter Sieg. Geil. Boah, das war übel. Batz, 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 batz. Nice. Ja, das war. Das war gut. Boah, Matteo hat überhaupt nicht gereilt, warum er keinen Schaden gemacht hat. Das war gut. Oh, das war gut. Das darf er nicht wissen. Vielleicht müssen wir nochmal gegen die spielen. Gar keine Chance, Alter. Oh, Alter, zwei Siege hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlicherweise. Ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Schmackofatz hier. Mhm. Geil. So, sind die anderen noch am Stissel? Spielen die noch? Guck mal eben rein, warte. Ich glaube, die anderen spielen tatsächlich. Oh, ja, Alter, das ist recht eng sogar. Boah, das wäre aber was, wenn Fischi mal endlich verlieren würde mit Franzi. Ja. Das ist wirklich krass ausgeglichen. Was ist das denn? Ach, der hat da so eine riesige Dinge. Ja, eine Factory nice. Habe ich vorhin gegen Franzi auch gespielt. GGM. Nice. Sepp gewinnt sogar blind Shaolin Bootcamp. Ja, das wäre aber auch was. Das ist schon stark. Ich meine, du hast ja wirklich jetzt nur so 10% Sehkraft, glaube ich, ne? Und du hast ja gar nicht gesehen, du hast ja einfach nur random die Truppen dahin gesetzt, ne? Und wusstest ja, trotzdem. Also ich habe einfach meine Sachen so platziert, wie ich halt noch Muscle Memory habe, also. Ja, das ist schon stark. Ich gehe mal nach oben, guck mal, ob die. Oh, die kriegen richtig auf die Fresse. Hallo? Hallo, GG, what's up? Boah, Edo, ne? Ey. Also, ich muss sagen, das war schon fies. Du hast alles gut gemacht, außer gegen die Wespen. Die haben dich schon ein bisschen genervt, oder? Die Wespen haben mich des Todes genervt, ey. Boah, das war Hero-Wespen so. Eine Runde, ey. Die, ja. Vor allem selbst so, du musst die Wespen besiegen. Ich hab nichts gegen die Wespen und eine überlebt. Mm. Ja, das war krass, die eine Wespe, die dann alles aufgefolgt hat. Nee, aber hello, stark gespielt, hello. Ey, wirklich gut, ey. Hello, GG, habt ihr stark gemacht. Well, ey, GG. Stark gespielt. Wirklich gut gemacht. Wie ist jetzt das Seeding? Spielt jetzt das beste Team? Gegen das vierte. Gegen das vierte, glaube ich, ja. Ja. Oh, Fischi und Franzi verlieren eventuell gerade. Das ist die letzte Runde, die jetzt. Was? Also, ja. Fischi und Franzi haben 120. Noch. Oh, die haben wahrscheinlich God, das, die haben wahrscheinlich am Anfang nur entspannt gemacht, damit sie ein anderes Seeding kriegen.
Damit man sie unterschätzt oder sowas. Ey, du, damit schmälerst du unseren Win. Was? Oh, Entschuldigung. Huch. Wir haben hart umkämpftes Match geworden. Oh mein Gott, der Rhino, der geht da voll durch. Oh, die Rhinos haben so geschmeckt in der letzten Runde. Oh mein Gott, die Rhinos sind gerade richtig asozial. Holy shit, rasieren die die. Ja, da musst du raus, die Steel Balls. Ja, oder die Melting Points eigentlich, aber erst. Okay, die gewinnen. Die machen die platt. Das war's. Ich finde das gut, dass Franzi und Fischi wenigstens auch mal verlieren. Alter, finde ich. Wer hat das Spiel? Eine War Factory. Crazy. Eine War Factory. Ey, ich habe gegen Franzi eine gespielt, aber das hat leider nicht gereicht. Mir wurde geschrieben, War Factory ist super gut gegen die Stormcaller, weil die Anti-Air-Rockets halt hat. Oh. Ja, aber nicht, wenn die Stormcaller den Aufsatz haben für mehr Panzerschaden. Aber die, guck mal, die kommen doch gar nicht durch. Siehst du, die schießt alles weg. Ja, doch. Also, Uiuiui. Franzi hatte vier Stück davor, also vier Stormcaller. Das war gut, Franzi hat nur Stormcaller immer. Wenn du gegen Franzi spielst, Franzi ist Stormcaller Main. Ja. Alter. Jetzt wird's aber ein bisschen Zwinkelswonkel mit den. Jetzt stehen 2-2-1 und 2-1-2, oder? Ich weiß auch nicht, wie es hier steht. Was soll man nur machen gegen Stormcaller? Genau, 2-1 haben 2 und 2. Ja, richtig wild. Hey, GG, da, also was ist denn da über euch? Also, die Rhinos sind voll durch dich durchgefahren, ey. Was? YouTube. Ah, wenn man gerade bei Leon hat ein Schwänzchen mit dem, der wedelt. Jo, ja, stimmt. Der ist Stream, das sieht ja süß aus. Hallo, wie geht's euch? Hallo, hey, mega cool. Also Leon, ich wusste nicht, dass du so einen schönen Schwanz hast. Hey, danke. Leute, lass mal so stehen. Das ist ein Outcome, mit dem haben wir nicht gerechnet, weil ihr habt euch im Prinzip alle Schere, Stein, Papier gegenseitig. Franzi und Fischi haben Matteo und Edo und Jay und Sepp rausgenommen, aber die wurden jetzt von Naomi und Johnny rausgenommen. Ja, das stimmt was nicht. Ich glaube, hier ist eine versteckte Kamera oder so. Die haben extra verloren. Und ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wir können mal Ceiling reingucken. Matteo, was ist los mit dir, hä? Ich bin traurig. Warum? Weil dein Schwanz so schön ist. Nein, das meinst du. Ja, Matteo, deinen habe ich noch nicht gesehen. Was? Echt? Den kann ich nicht sagen, der ist schön also oder nicht. Public Knowledge tatsächlich. Achso, das ist Public Knowledge, okay. Da war mir nicht bewusst, dass er Public Knowledge ist. Ich krieg jeden Abend im WhatsApp Bilder von ihm, du nicht? Ja. Alter, als ob er dir immer Bilder schickt. Ich hab so eine Gruppe, kannst rein. Genau, wollen wir mal ins Bracket reingucken? Ja, sehr gerne. In den Zwischenstand. Denn wir haben jetzt ein sehr interessantes Bracket, was sich ergeben hat. Denn wir haben, ich zähl mal durch, Matteo und EDP haben einen Punkt, haben null Punkte und haben null Punkte, also einen Punkt insgesamt. Fischer und Franzi haben zwei Punkte. Jay und Sepp haben zwei Punkte. Zwei Punkte. Und Naomi und Johnny haben auch einen Punkt. Das heißt, wir haben auf dem Top-Spot, denn wenn wir auf den direkten Vergleich gucken, haben Jay und Franzi, Fischi und Franzi gegen Jay und Sepp gewonnen. Das heißt, die sind der Top-Seed mit den zwei Punkten. Yes. Auf dem zweiten Platz dahinter sind dann Jay und Sepp. Und dann, wenn wir Naomi und Johnny gegen Matteo und Edope angucken, haben dort Matteo und Edope gewonnen. Das heißt, die sind der dritte Seed und Johnny und Naomi der vierte Seed. Das heißt, wir haben Franzi und Fischi gegen Naomi und Johnny, so wie wir eben gerade gesprochen haben. Oh, und das ist ja lecker und die haben auch noch gegen Franzi und Fischi gewonnen. Das ist aber interessant, du. Die Revanche-Möglichkeit für Matteo und Edo jetzt gegen Jay und Sepp. Let's go! Warte mal, wer hat bei euch gewonnen? Wer hat bei euch gewonnen? Wir. Gab nur Verlierer bei uns. Einmal die Zwischenfrage, nur an euch. Genau. Wir haben jetzt anderthalb Stunden gebraucht, knapp für die Gruppenphase. Das ist ein bisschen länger, als wir eingeplant haben. Ja. Seid ihr zeitlich heute eingeschränkt? Müssen wir pünktlich Muss dann heim. Muss um 22 Uhr Schluss machen oder würde es theoretisch eine halbe Stunde zum Beispiel noch on top gehen? Ja, ich muss leider los dann gleich. Bei mir geht's zum Job. Wir haben Zeit. Wenn wir die gleich aufwischen, dann geht das auch länger. Perfekt. Ja. Gut. Also, dann ist ja jetzt Best of 3 und dann Best of 5, oder nicht? Na, um Gottes Willen, also das Best of 5 schaffen wir, glaube ich, zeitlich am Ende nicht. Ah, okay, es ist Best of 3 und Best of 3. Genau, ja, genau. Jetzt zweimal Best of 3. Zweimal BO3, das passiert auch gleichzeitig, die Matches. Yes. Das heißt, ihr könnt einfach parallel spielen. Und danach gibt es das Finale zwischen den beiden Gewinnerteams. Yes. Oh Gott. Genau.
Oh Gott. Das heißt, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne schon mal anfangen, eine Lobby zu hosten miteinander. Also Matteo, Edo, ihr mit Jay und Sepp und Franzi. Jay macht das wieder, ne? Eingeschränkt. Eingeschränkt, ja, zeitlich aber nicht. Ist auch schön. Ich lade schon mal ein. Ja, gerne, gerne. Und da dann gehe ich nochmal Pipi. Ja. Ah, oh, geil. Johnny, machst du wieder? Na klar. Na klar. So, gehen wir schon mal in unseren Zweierraum wieder rein. Haben die jetzt gesagt, mach ich oder danke. Wer streamt jetzt danke. Hier? Bin selber nicht sicher, wer jetzt hier eröffnet. Stream sollte nicht laggen, Schuigo. Sollte eigentlich alles gut sein. So, das wird lecker. Also, ich bin wirklich echt glücklich, dass Sepp und ich 2 Siege ach, geholt herrlich, haben. Ey. Also wirklich, da kannst du sagen, was du willst. Ich habe echt Angst gehabt, dass die einfach uns mit 0-3 in der Gruppenphase wegklatschen und wir dann auch im Best of 3 0-2 verlieren und dann ist vorbei. Ja, das wäre ein trauriger Abend für uns. Ja, also, richtig, aber so ist das okay, selbst wenn wir cool. jetzt auch schon 2... Also, ne, ich glaube, Edo und Matteo haben nicht ernst gemacht. Also gerade Edo, der rein... Edo hat safe rumgetrollt mit den Wespen. Bei mir, 100%ig hat er rumgetrollt. Ich glaube, das war schon eine Taktik. Nee, der hat rumgetrollt. Matteo hat einfach nicht gereiht, dass da so eine geile Fähigkeit ja, gibt. Ja, das ist ein unterschätzendes rausnimmt. Ding. Ich glaube, wir unterschätzen die jetzt. Das ist deren Taktik gewesen. Also ich bin sehr froh, dass wir nicht gegen Fischi und Franzi nochmal spielen müssen. Ja, die waren ekelhaft. Unterschätzung. Ja, die war, also, wobei, also ich habe Franzi unterschätzt mit ihrem Stormcallern. Hätte ich vorher gewusst, dass die ganze Zeit nur Stormcaller spielt, wäre ich früher dagegen gerudert. Ich dachte, ah, die platziert da 2 Stormcaller, weil die nerven halt, macht man halt so, aber dass die da voll drauf geht, So, ja, dann müsst ihr die noch annehmen und dann geht's los in die nächste Round. Oh, das macht aber schon Spaß, ey. Das ist einfach wieder ein cooles Spiel. Oder, das heißt, das war schon immer ein cooles Spiel, aber ja, macht mal wieder Bock, sich da rein zu knobeln. Ja, es gibt auch viele neue Einheiten, viele neue Fähigkeiten auch, was halt cool ist. Also in Einheitenmodifikationen, die Sniper kannst du jetzt mit einer Shotgun spielen. Das ist auch richtig was, wild. Bitte was? Dann haben die 500% mehr Leben und dann haben die so einen Assault Mode. Also haben die so eine Shotgun und wenn die schießen und du hast da eine Crawler-Gruppe, machen die in einem Schuss eine komplette Crawler-Gruppe weg. Als ob. Also. Das ist ja funny. Und wenn du Pech hast und du hast nur leichte bis mittlere Panzerung bei den Units, dann machen die deine komplette, weiß nicht, hast du 4 Scharfschützen, die machen deine komplette, machen alles weg. Gucken, ob ich den Assault Mode jetzt drin hab. Das ist auch wild. Das ist auch so ein überraschendes Ding, wenn du einfach den Assault Mode ins Gesicht setzt oder sowas. Ja. Deshalb, also. Okay, let's go. So, was haben wir hier? Marksman ist schon mal geil. Riesen. Oh, ich habe keine Stormcaller von Anfang. Das ist schon mal bad. Ich hab sie, aber ich bin ja. Weiß nicht, ob ich Stormcaller so geil finde. Ich komme damit nie so klar. Ich hab einen richtig miesen Pick gerade. Ich bin auch nicht so zufrieden. Rüstung? Ich bin auch alles andere als zufrieden. Ja, ich hab Riesen genommen. Was hat Matteo genommen? Ich 200 Corner, in der ersten Alter, Runde. Ich werd komplett hard countered. Oh, das ist gar nicht so bad, was hier gerade passiert. Danke, danke schön. Danke. Ich werd komplett hard countered. Mach ich denn da? Sniper, oder? Erstmal. Sniper ist auf jeden Fall gut, ja. Das ist ja komplett RIP. Na, die Fangs neben die Panzer und die Panzer dazwischen, in die Reihe dazwischen, damit hat die... Genau, so ist gut. Nee, mach die Fangs seitlich. Die Fangs so, genau. Und dann die Panzer in die Lücke dahinter. Also so. Weil die Panzer, genau, die Panzer werden sonst von Sachen getroffen, die schießen ja manchmal weiter hinter die Fangs. Und wenn die hinter die Fangs stellst, dann werden die Panzer von den schlechteren getroffen.
Und dann kann ich hier versuchen, noch ein paar Panzer einzusetzen. Ja. Sabertooth. Okay, und ich hab einfach... Boah, ich finde das einfach scheiße, was der hier hat. Boah, das ist hart. Also, ich bin komplett weggecountert, ne? Also, das ist... Die Arclights machen meine Fangs weg. Die Fangs sind scheiße gegen die gegen die Stormcaller. Und die Panzer sind schlecht gegen Stormcaller. Das ist alles bad. Das ist alles ganz, ganz bad. Was ist er denn noch? Er kriegt auch noch mehr, 200 mehr in der ersten Runde. Ich bin komplett dead. Und er geht nur auf Stormcaller. Komplett. Ich würde, glaube ich, auch verlieren. Okay. Was machen wir gegen Stormcaller? Stop. Sabertooths, Abfahrt. Oh, Alter. Ja, Sabertooths ist auf jeden Fall schon gut, aber... Warte mal, was hat er denn? Ja, Sabertooths sind schon ganz gut. Wobei, die haben auch die hochexplosive Panzermunition. Oh, der hat von Anfang an ja so ein Plus, Alter. Luft. Luft ist auch nicht schlecht. Ja, Luft ist auf jeden Fall was Gutes, aber das kann man halt, muss sagen, ist auch ganz gut countern. Ja, aber das könnte ich ja jetzt in der ersten Runde direkt ballern. Das sind zwei, drei Wespen. Oder eine Wespengruppe, damit ich ihn einfach damit schon besiege, weil er hat gar nichts gegen Luft. Also bei mir haben die Stormcaller mich gerade gebumst. Also ich glaube, Meta ist für diesen Abend auch, weil Franzi das ja auch so fies gespielt hat, Stormcaller. Da ist die Wasps. Das sind die Wasps. Abfahrt. Die Wespen. Die Wespen sind auf jeden Fall viel cooler. Perfekt. Und perfekt gegen so einen Müll hier. Perfekt. Er hat nur Fangs. Fangs sind asozial gegen Wespen. Aber ich gehe direkt auf Anti. Sabertooth kann ich auch nicht bauen. Ich dachte, die kriege ich auch freigeschaltet. Nee, 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 den kriegst du. Nee, Sabertooth kriegst okay, du. Okay, was mache ich dann? Was mache ich dann gegen die Stormcaller, wenn ich nichts die Mustangs bauen will? Crawler sind noch gut, weil die halt an sich schnell sind. Warte mal. Rhino ist sonst noch gut. Rhino könnte hier komplett durchficken, wenn du möchtest. Weil die Arclights kaum Damage machen. Die Stormcaller schießen halt dran vorbei, weil er zu schnell ist. Steelbolts sind auch ganz gut gerade gegen ihn. Also Rhino ist vielleicht da die beste Option gerade wirklich. Die Boys könnten auch ganz gut sein und sonst Phoenix gerade. Aber Factory, ne? Factory dauert noch. Factory kannst dich. Die habe ich gar nicht, die Missile Interceptor, ja, oder? Musst du drin haben. Doch. Raketen. Moment, die hat 6 Upgrades, die. Ja, die hat 6. Ah, okay, die habe ich drin im Missile Interceptor. Mal gucken, ob das wieder tropfen, Mensch, mal was Neues. Okay, bei mir hat er sich einen Rhino geholt. Er hat jetzt Fangs gebaut, das ist nicht sein Ernst. Aber ich komme da durch. Nein, der hat einen Typhoon. Jetzt sich jetzt, das macht die weg! Ja! Warum nice. Lassen die von dem Rhino ab? Oh mein Gott, meine Wespen sind ja Oberschmutz. Okay, meine Wespen werden aber alles töten bei ihm, aber... Nee, doch nicht. Er hat noch 5 Fangs und die ficken mich hin. Okay, ich hab Edo. Oh, Bitch. Ja, ich hab ihn leider nicht, überhaupt gar nicht. Ich bin am Arsch. Mann, ey! Ach, meine Units haben auch keinen Bock auf mich. Oh oh. Aber die Wespen sind gut. Er hat nur 4 Fangs oder so. Ja, aber wenn die halt erstmal auf die anderen alle schießen. Oh Gott, der Rhino muss sterben. Easy game. Nice, ja, das war's. Ja, die Fangs, ja doch. Nee, so krass sind die auch nicht. Ich war halt, hatte halt meinen Turm down und dann nice. Haben die 6 Fangs halt meine kompletten Wespen weggebietet. Das war wichtig. Sabertooth. Intensive Training. Okay, dann Intensive Training. Ich glaube, ich habe meinen Ghost, weil... Ich könnte schon halt Upgrade holen.
Oder ich gewinne den... Naja, den Kampf da gewinnen, das macht keinen Sinn. Fangs brauche ich nicht machen. Tja, was machen wir? Ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen was. Sniper-Upgrade schon holen. Sniper-Upgrade hilft dir dran noch nicht viel. Naja, denke ich eigentlich auch. Also, wenn die Stormcaller dich noch bumsen, bringt dir dein Sniper-Upgrade nichts. Du kannst den Fangs sonst noch das Schild geben, aber das ist halt insane teuer mit 500. Und Rhino so links über die Seite einfach reinlaufen lassen. Gucken wir mal, ja. Machen wir auch nur eine Truppe. Rest behalten wir nochmal für eventuelle Upgrades. Matteo baut jetzt noch kein Schild. Nein, noch mehr Fangs. Das ist gut. Nichts von hinten. Hätte gespart. Nur einmal Fangs geholt. Oh, mein Matteo hat Mustangs geholt. Das ist asozial. Warum kommen Mustangs zu mir rüber? Mama! Könnt ihr bitte diesen Rhino töten? Könnt ihr mal bitte diesen Rhino töten? Was macht ihr da? Ihr seid alle so unfähig. Ich raste aus. Weil der Rhino hat doch ein HP. Den Fokus da keine Sau. Warum nicht? Ich raste aus. Ja, du hast doch der Wraith. Ja, aber also... Der geht ja richtig ab jetzt. Einmal hätte er noch auf den Pew Pew machen müssen. Hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Richtig wack. Also Edo hat jetzt auf jeden Fall nicht viel voll gekauft. Das macht mir Sorgen. Das macht mir Sorgen. Ach. Quatsch hier. Ich schmeiß ihm Rhino hier rein in seine Backline. Ach, Manu, ey. So, Tropfen, let's go. Kann man nicht auch irgendwelche Drogen übers Auge einnehmen? Oh, jetzt hat er Range Upgrade noch geholt. Jay, du kennst dich doch als Tierarzt da aus. Was? Welche Drogen kann man übers Auge einnehmen? Alle. Hey? Ja, das ist halt nur unangenehm, ne? Ja, nein, nicht reinspritzen. Gibt's da nicht so Tropfen, so Kokaintropfen oder so? Boah, ich will keine Mustangs jetzt hier bauen. Der Smog ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wie kommen wir denn jetzt auf Drogen? Ich hab das mal in irgendeinem Film, meine ich, war das, da haben die sich irgendwie so Tropfen, so, weiß nicht, LSD-Tropfen oder so reingehauen. Ich weiß es nicht mal. Ach man, ey. Welche Film oder so sprühen die sich sowas ins Auge? Ey, keine Ahnung. Oder ist das nicht in irgendeinem Film? Ach man, jetzt hat er sich ein Scheißschild geholt. Passt aus. Der Fuß. Okay, mein Frontline war auf jeden Fall mega. Okay, jetzt sterben die Wasps hart. Wieso darf der Rhino von ihm so durchlaufen? Ich werde voll gefickt von diesem einen Rhino, weil das Pathing gerade übelst wack ist. Ja, tut mir leid. Ich raste aus. Ich habe keine Ahnung, warum das so dumm ist. Mach die da weg. Ich verliere das. Okay, wie stark? Mittel? Na, schon scheiße. Okay. Also schon scheiße. Ja, gucken wir mal. Ich habe auch gut gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel Anti er hat.
Der Rhino ist halt, der Rhino, der rennt da halt durch. Der hat jetzt auch echt noch viel Leben. Ja, guck mal. Ach, der hat Mustangs, das ist bad. Das ist jetzt aber nicht auf meinem Plan. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der, oh, der hat keinen Range-Upgrade. Ja, dann kann ich aber... Ah, ja! Ja, nice, Jay. Schön. Klarer Sieg. Okay, ich muss was gegen diesen blöden Rhino tun. Das gibt's doch nicht. Kann ich den einfach übernehmen? Oder ich hole mir einen Schmelz. Nee, einen Schmelz ziehe ich ja ab. Hat viel Money. Ich habe noch 250, nachdem ich... 150, nachdem ich geupgradet habe. Das ist nicht so viel. Aber es ist egal. Die Upgrades sind immer wichtig. Finde ich sehr wichtig. Mr. Fantastic. Ja, schon Bock, diese War Factory mal zu testen, ne? Die ist mega. Schalt mir die mal frei. Bei deinem ich Gegner, die mal. Würde ich behaupten. 800 kostet die, ey, holy moly. Also die War Factory ist halt strong, auch bei deinem Gegner. Wo setze ich die denn hin? Mittig würde ich die setzen, wenn das geht. Also kannst hinten, du die... vorne... Nee, eigentlich Tank vorne. Die? Du möchtest ja, dass die ganzen Raketen wegmacht. Plus, hast du dieses Schild-Upgrade, dass die weniger Schaden bekommt? Oder aber, dass die so ein anderes Schild, so ein Umgebungsschild kriegt, was die halt auch mega okay macht. Ja, natürlich, haut er mir so ein Orbital rein, ey. Wurst. Roller weggemacht. Das hat sich ja gelohnt, Matteo. Das hat sich gelohnt. Nix habe ich verloren. Können wir jetzt bitte diesen Huren? Diesen. Ja, endlich. Der Rhino ist tot. Jetzt habe ich gewonnen. Mann, ey. Das ist auch ein Kampf hier. Nee, habe ich nicht gewonnen. Scheiße. Bei mir kommt super viel rüber. Bei mir kommt, glaube ich, auch noch ein bisschen was rüber. Naja, so Matteos Truppe kommt rüber. Das ist belastend. Ja, ich hab verloren. Oh mein Gott, war das knapp. Scheiße, ich hab verloren. Okay, ouch, ouch. Die Sniper ficken mich. Oha. Was kommt das denn jetzt her hier alles? Wieso kriege ich ihn da nicht? Er hat krasse Panzer. Okay. Panzer sind wack, okay. Ja, wieso geht das nicht da rein? Die Boys. Nee, du kannst in die War Factory nichts reinsetzen. Oh, geil. 200 in den Sand gesetzt. Das war mir natürlich nee, bewusst. Wie schnell ist denn die 6? Die ist aber arschlangsam. Aber da vorne, dann wird die direkt angegriffen. Wahrscheinlich schon da hinten hinsetzen, ne? Also, das Schild kostet einfach viel Mist. Das war schmerzhaft. Das ist natürlich belastend. Jetzt habe ich 200 in den Sand gesetzt, weil ich habe nicht mal eine Giant Unit bislang freigesetzt. Naja, nee, naja, gut, okay, das sind halt Learnings, die ich nicht kannte. Okay, das ist halt dann leider so. Passiert, passiert. Mal gespannt, wie sehr gut, wie gut die jetzt echt ist, wenn die da hoffentlich die Stormcaller abwehrt. Mal gucken. Also schon okay, aber alleine gegen 4 Stormcaller ist schon. Ja, ich bin heftig. Nicht auf Mustangs mal gegangen. Ich wollte mal gucken. Eigentlich habe ich ja auch einen Fehler gemacht. Eigentlich. Nee. Er geht jetzt auf Sniper. Der erste Name doch mal ein bisschen, okay. Ich sollte eigentlich noch ein paar Wespen pumpen. Der
Meine ist aber auch wack. Der läuft da auch. Der läuft mich ja komplett, ey. Okay, bei mir die linke Seite komplett gefallen. Ja, ich bin auch da dead. Todesdead. Unangenehm. Oh, er macht mir jetzt sogar meinen Kern weg. Ach man, ey. Schieß, Overlord! Triff doch! Schieß! Den einen Tank bitte! Den Mustang ist es! Er hat ihn übersehen! Ich raste aus. Der hat den Mustang übersehen. Er hat ihn nicht im Ziel gehabt. GG, oder? Boah, was? Ich raste aus. Ekelhaft. Das war übel. Das war übel. Boah, dürfen wir jetzt nicht verlieren danach, ne? Nee. Sonst sind wir direkt raus. Sind wir raus. Das war sehr schnell. Schade. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Oder machen wir jetzt direkt das im... Ich glaube, wir machen direkt das nächste. Die anderen starten auch. Ne, wobei, die gucken uns gerade zu. Ich glaube, die sind schon durch. Ah, okay, ja, dann warte ich einfach auf die Einladung. Letzte Runde, oder was? Ne, sie gucken gerade bei den anderen zu. Ja, aber die, die sind schon in der zweiten Runde drin. Ja, ja. Ja, dann direkt das nächste, ne? Warten wir mal ab. Ja, boah, das war Ja, die Stormcaller haben dann echt auch gut gesessen, ey. Und dann hat er so viel Kleinzeug gehabt, die echt schmerzhaft waren. Hab ich da nicht viel gemacht? Geil, komm, lass versuchen, das nochmal zu gewinnen. Ja, wär echt nice. Aber machst du nix. Eine Stormcaller nochmal. Ah, da ist die Inf. Da ist die Inf. Hochexplosive Geschosse, das ist, glaube ich, besser. Da ist die Inf. Das bummst auf jeden Fall, ey. Wir sollen den Spectator-Chat nochmal ausmachen. Gucken, ob sie es machen. Macht ihr den Spectator-Chat noch aus und GG erstmal? GG, warte. Spectator. Chat visible. Chat visible aus, ja. So, wir wollt ja jetzt, ja spannend machen, ne? Schönes 1-1. Let's go. Ja, let's go. Jetzt musst du tropfen, gerade am Start. Eieiei. Wobei, das geht eigentlich ganz gut beim Tropfen, wenn du halt jetzt 2 Minuten warten kannst. So, jetzt einen besseren Start bitte, das wäre ganz geil. Ja, ich hatte auch einen richtig räudigen Start. Jetzt habe ich schon wieder einen räudigen Start, nice. Das ist okay. Danke. Das ist richtig kacke. Das ist okay, glaube ich. Ich nehme das rechts. Tarantula und Crawler. Jetzt kann er mit Stormcallern mich mal sonst wo kreuzweise. Das finde ich alles kacke. Sniper und Panzer. Okay. I guess. Panzer und Crawler. Oh, das ist unangenehm. Panzer sind unangenehm. Danke, danke schön. Panzer, Crawler, was sind er noch? Arclights. Er wird mich auf jeden Fall countern. Danke, danke schön. Danke. Panzer und die, keine Ahnung, war das Arclights? Ich denke, er wird Arclights kaufen, weil ich habe Mustangs und Crawler. Da sind Arclights halt mega OP dagegen. Ja, das stimmt.
Boah, sonst du Sniper oder sowas vielleicht. Ja, ich habe Sniper reingeballert, aber ich kann ja nur 2 Stück kaufen. Ja, das ist das Problem an der Sache. Gegen Panzer. Ja, er kauft sich 2 Arcanes. Ja, das war. Das ist nicht. Das ist klar, dass er 2 Crawler-Truppen baut. Hätte ich eigentlich smarter setzen können, die Tarantulas, weil eigentlich logisch ist, dass er die hinter die Türme setzt. Da habe ich nicht dran gedacht. Also ist zumindest der Standard-Move, ja. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Egal. Egal. Oh, warte mal, mein Sniper ist ganz schön weit vorne, muss ich sagen. Oh, okay. Ach, guck mal. Ich spiele gegen Edo und der hat Lufteinheiten. Sehr ich spiele jetzt gegen Matteo. Ja, dann getauscht. Ah, oh, okay. Ja, ist ja nur die erste Runde, wo du gecountert wurdest. Da kannst du ja nichts für. Das ist ja alles noch reparierbar. Außerdem gewinne ich gegen Matteo. Wahrscheinlich, Alter, wenn die mich jetzt hier... Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, der zwonkelt dich einfach. Ich werd komplett gezwonkelt. Was? Oh mein Gott, weil der was? Movement war. Ja, das ist lächerlich. Weil der visieren muss. Mhm. Okay, das ist jetzt für komplett für einen Arsch gewesen. Okay, wir nehmen wieder den Elite Rhino mit zum Ärgern. Später. Elite Rhino bin ich jetzt aber auch nicht so abgeneigt gerade, weil... Ich brauche mehr Sniper. Was kostet der Elite Rhino? 400. Kann 400. Ich kaufen. Ich schon 400. Kann ich mal Kofferz finden. Wo setzt du den dann hin? Den auf die linke Seite setzen. Einfach auf die Seite, ja. Oh, Smash und Franzi und Fischi haben die erste Runde verloren. Auch sehr als gut. Ob die das jetzt noch verlieren, ey, das wäre so funny. Okay, die Wurst kriegen wir jetzt. Okay, ich krieg einen Rhino in den Hintern. Ich krieg gar nichts in den Hintern. Was hat Matteo denn genommen für eine Fähigkeit? Schild. Ah, Matteo muss da kommt viel auf Schild gehen. Ja, ich gar nicht in den Hintern. Boah, die Rakete, die hat richtig geschmeckt. Eine Firebirdies. Ich fick den sowas von. Holy shit. Boah, der ist jetzt schon bunt. Autsch. Ja, ich verliere. Autsch. Warum verliere ich denn so hart gegen Matteo, ey? Du spielst gegen Edo. Edo, so rum. Ich verliere richtig hart. Okay, was mache ich jetzt? Ja, da war auch noch echt viel, muss ich sagen. Ja, hat er leider. Vor allem die Tanks davon, die rollen ganz schön in den auf. Muss ich mehr Crawler bauen? Zing! Zing! Würde tanken müssen. Ja, mach mal da weg, da den mach mal da weg. Ja, sehr gut, danke. Hat den auch überhaupt nicht gejuckt. Das ist ja richtig belastend. Sehr gut, Sepp. GG. Okay, ja, Crawler. Was hat er denn Anti-Air? Hat er auch nur die Fangs? Fangs, ja, auch Quatsch jetzt. Oder? Fangs? Eine Sandwurm? Tanks sind auch okay, oder? Okay, Eder sind.
Okay, habe jetzt noch 400 übrig. Manne. Was mache ich jetzt noch? Ach, er wird mit Dingen spielen, mit Schilden. Okay, alles gut gegen Schild. Phoenix sind eigentlich gar nicht so bad, ne? Gucken, was er macht. Irgendwie wird er versuchen, meinen Rhino zu countern, ja. Wow, er hat sogar einen Schmelzpunkt gesetzt. Oh, ein Sandwurm. Ich kriege einen Sandwurm als Gegner. Ich bin mal gespannt, was der jetzt kann. Oder wie der funktioniert. Er ist eher so wie so ein Rhino, nur dass er halt auf einmal vor dir aufploppt. Das ist halt Arsch. Oh, jetzt sind die Sniper schön abgelenkt. Das ist gut. Der macht meinen Rhino halt insane wack, ne? Okay, der Sandwurm ist ja mal übel krass. Scheiße, bei mir in der Mitte sind welche durchgekommen. Ich raste aus. Ich bin tot. Ich habe auch echt viel verloren. Der Sandwurm tankt ja alles, Junge. Hat er die Rüstung? Ne, hat er nicht. Ja, und der taucht wieder ab, wenn er keinen sieht. Das ist richtig asozial. Da muss ich Steelballs wahrscheinlich gegen machen, ne? Steelballs ist auf jeden Fall nicht schlecht, wobei der hat so einen Rundumschlag, also eher so einen Schmelztiegel. Also ja, den kann er ja nicht mal easy kaufen. Ja, aber Steelballs stehen nah dran. Das ist, den kann er mit einem Schlag, haut er die, glaube ich, alle weg. Ach so. Weil der haut so um sich, der hat einen großen AOE. Und da jetzt, macht insane Damage, aber hat halt ein AOE. Ich weiß nicht, wie gut die Steelballs. Also die Steelballs sind ja schon tanky, aber weiß nicht wie. Natürlich ein Legendencrawler wieder da unten. Ich kotz im Strahl. Als ob. Das ist so krank. Wehe. Vielleicht kriegen sie ihn noch. Nice. Oh, nice. Ja, oh, aua. Der ist halt auch aua. Den Wurm machen. Ich spiele Mechabellum, nice. Das Team ist gerade abgekackt, ja. Weil ich könnte. Dein Internet ist weg. Dein Stream ist weg. Ah, jetzt ist wieder da. Mal ernsthaft? Kurz mal. Reconnected hier. Okay. Ich bin noch drin. Oh, mein Internet kackt gerade echt ab, ey. Oh ja, als ob wirklich. Jetzt abkackt. Mehrfach. Das ist belastend. Nee, das liegt an meinem Internet-Chat. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder da. Ja, ich sehe dich wieder. Na, die haben ja scheinbar noch Probleme. Aber ey, es blinkt nicht mehr rot, der Router. Das ist auch schon mal etwas. Vielleicht haben sie es jetzt irgendwie umgestellt. Okay, jetzt haben sie sich Dingens geholt. Okay. Ach, mein Rhino wird gebumst. Ich sollte den Rhino einfach auf diese rechte Seite schicken und fertig ist. Man kann ja recovern, the monies, ne? Das gibt's ja. In der Mitte die. Scheiße,
durch. Und Matteo hat mich. Vor allem hat der Schilde, die ich nicht kaputt kriege, dadurch der Belastung. Dieser Scheißwurm! Er überlebt! Oh, sehr schön. Wenigstens beide Schilde weg. Also okay, ja, viel. Nein, ja, du hast viele Sniper als Gegner. Also, Edo. Danke. Aber jetzt habe ich gleich die Overlords und ich hoffe, dass das dann besser läuft. Ja, guck mal, immerhin der Sandwurm gönnt sich noch ein bisschen Erfahrung. Richtig schön, komm, Sandwurm. Hau wenigstens noch diesen unten Schmelz. Naja. Aua. Naja. Okay, wir brauchen einmal das Ei, die Fähigkeit ermöglicht den Ansatz, zerstöre einen Squad-Inhalt in vollem Betrag. Let's go, dich brauche ich nämlich nochmal woanders. Ich platziere ich nämlich jetzt hier. Dann geht es wieder durch. Der Wurm ist sick. Aber gegen Schmelztiegel. Was mache ich gegen Schmelztiegel? Kleine. Kleine. Einfach ein paar kleine Ärsche. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, das muss reichen. Ich habe jetzt einmal 200 extra Supply gemacht. Aber dafür habe ich ja auch zwei Schilde von ihm oder sind von ihm kaputt gegangen. Das heißt, da sind wir jetzt zumindest even. Und ich denke, mit dem Wasp-Upgrade kann ich jetzt Overlords pumpen. Danke, was ganz gut ist. Danke. Okay, Vulcan. Schon wieder ein Schild gekauft, ey. Unfassbar. Tja, hat noch gar kein Schild, obwohl der Edo hat noch gar kein Schild, obwohl er sich das Upgrade geholt hat. Oh, er hat sich Wespen geholt, auch. Edo, don't do that. Okay, der Schmelztiegel ist insane asozial. Der hat jetzt noch ein Recovery drin. Krieg den Wurm nicht tot. Eine Wespe greift mich an. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich krieg den Wurm nicht kaputt, Alter. Was sah aus? Hat der so eine Rüstung? Was ist denn? Das ist meine? Junge, ich weiß nicht, ob das meine ist oder die von Matteo. Was passiert hier? Ach, der Wurm hat okay, jetzt Boden meine. Halt er sich. Ja, das ist ja übel nervig, ey. Was mache ich denn dagegen jetzt? Ja, du musst ihn die ganze Zeit am oberhalb der Erde haben. Also ich hab mittlerweile eine Menge Wars. Ich krieg seinen Schmelztiegel nicht hin. Der kriegt halt TP, heilt er sich. Boah, Schaden macht. Jetzt läuft er da rechts rüber, ich raste aus! Jetzt machen die mein Mutterschiff kaputt! Ich fass es nicht. Wir müssen das ja gewinnen. Wir müssen das gewinnen, Jonathan, das ist richtig. Dein Schmelztiegel fickt mich so hart, weil er dieses Absorptionsmodul drin hat. Der kann sich einfach vollsaugen. Das fickt mich so derbe. Der einen können wir noch. Der ist so strong tanky.
Was mache ich gegen Mr. Schmelztiegel? Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Also ich kann jetzt keinen Schmelztiegel bauen. Kein Melting Point. Der Sandwurm, ey. Was steht denn in dem Counter-Ding beim Sandwurm drin? Countert bei War, Phoenix, Overlord. Guck mal, Overlord countert sogar. Das sah gerade nicht so aus. Rhino countert. Steel Balls countern das auch. Hätte ich einfach mal Steel Balls gebaut. Mist. Egal, let's go. Es gibt bestimmt zwei Würmer von ihm oder sowas. So ein Sack. Ja, doch nicht. Und nochmal wieder die Nerven. Als ob er da jetzt den Schmelzpunkt darüber setzt. Ich raste aus. Klingt nach Edo. Jetzt wollte ich ihn mal backstabben. Ich wollte jetzt mal der Kluge sein. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt seinen Schmelztiegel hier mal endlich down, weil ich habe so viele Crawler gebaut, aber der hat einfach einen Schmelztiegel Level 3. Der kriegt einfach gar keinen Schaden. Das ist, also ist ja echt bedroht. Also ich kriege ihn nicht kaputt. Der macht nicht. Der Schmelztiegel make nicht. Der Tower, der Wurm macht nicht. Das ist ja. GG. Scheiße. Oh Mann. Ist raus. Das ist so schade. Hurenschmelztiegel. Und dieser Hurenwurm. Der Wurm macht nicht. Gute Taktik, ja. Nur der Wurm. Ich hab ihn nicht kaputt gekriegt. Der heilt sich ja jetzt auch. Ja, wenn er kurz rauskommt, dann macht der Bumm und dann ist er wieder weg und ist wieder voll. Der Wurm ist komplett krank. Ja. Ja gut, ich hätte aber auch mal, ich hätte da die Steelballs nehmen sollen. Ich hatte echt gedacht, Sepp hat die schon mal gebaut und weiß, dass die halt dann easy weggesnackt werden da. Aber nee, angeblich soll er gecountert werden. Du musst den halt lange draußen haben, ne? Nee, er hat wahrscheinlich einfach Steelballs halt gebaut, dann wäre es easy gewesen. Das weiß ich nicht. Das Schmelztiegel wäre, glaube ich, easy gewesen. Ja, das sind zwei Schmelztiegel. Oh, ne, ist noch nicht EGG. Ich baue jetzt Steelballs oder sowas. Das ist halt noch nicht GG, also... Wir haben 2000 Leben noch. Ach so, wir haben noch 2000 Leben, ja. Komm, Sepp, let's go. Last chance. Let's go, komm, das machen wir. Auch hier einen guten Fähigkeiten-Roll. Da sind die Steelballs. Yalla. Drei Stück. Ich geh auf Steelballs. Danke. Dankeschön. Danke. So, wie setzen wir jetzt die Steel Balls? Soll ich die weiter vorne setzen? Kann hier noch da drauf gehen, ne? Wie kriege ich dich noch unter Kontrolle? Okay, bitte, bitte, bitte lass es funktionieren. Hat nur so viel, der hat echt nur so viele Einzeldinger, ey. Ich versuche jetzt einfach mit der Insane Crawler Armee ihn zu überrennen. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst seinen scheiß Schmelztiegel wegkriegen soll. Okay, meine Steelballs wurden an der Frontline instant weggeröstet. Unangenehm. Ich krieg den Wurm nicht tot. Ich krieg diesen Wurm nicht tot! Ich
den ersten Schmelz. Ja, er ist tot! Nice. Krieg mein Schmelztiegel. Oh, warte mal. Oh. Was? Oh, seine Wespen sind hinten in meine Böcklein rein. Was? Wo kam die denn her? Oh, er hat mir Wespen in den Rücken geschossen. Bitchy. Also ich krieg ihn nicht tot. Komm, das muss doch reichen jetzt. Ist das dein? Ich bin tot, da sind ein paar Wespen. Und der Schmelztiegel halt. Naja, der Schmelztiegel, der macht dich. Also nicht. Alles so stückelhaft an. Er hat halt den Laserbeam, ne? Also der heilt sich einfach voll. Das ist so wack, dieses Teil. Das ist ganz schön wack. Ja, weil jetzt deine kleinen... Ja! So easy. So easy. Let's go, komm. Komm weg. Okay, wild. Wir holen uns das jetzt. Okay, wild. How do we do that? Sieht gut aus, oder? Das sieht doch gut aus, komm. Dieser eine Legenden-Sandwurm da, ne? Was ist der mittlerweile? Level 3. Komm. Oh, shit, Feuer. Hat mir auch einen Brandteppich reingeschmissen. Ah, er countert meinen kompletten Brandteppich. Oh mein Gott, ich bin gebumst. Okay, der Brandteppich fickt. Ich wahrscheinlich auch. Meine Einheiten. Und mein Brandteppich hat leider bei ihm gar nichts gehittet. Ja, ich bin tot. Und da kommt, also... Das kommt was bei ihm. Alter, what? Gewinn. Ja, war relativ hart. Hier bestimmt, also... Also ich habe noch 5 Overlords. Ja... Ach du also, Scheiße. Ach du Sch... Okay, GG. Ja. Auch sagen. Da sind wir raus. Naido ist halt krass. Irgendwann habe ich ja... Der eine Schmelztiegel, den habe ich unterschätzt am Anfang und dann hat er dieses Item gekriegt, womit er sich einfach wieder vollzieht und fett Leben hat. Der ist nicht kaputt. Riegel ist nicht kaputt. Aber hast du wenigstens gut gegen Matteo gespielt? Ja, war ja easy. Ja, der schnell Melting Point ist zu crazy. Yep. Den kriege ich nicht. Na, ich habe noch mal viel rausholen können, aber... Hey, wir haben uns gut geschlagen, finde ich. Ey, ja, ich hätte echt gedacht, wir wären schlechter dran. Finde ich auch. Schade, dass wir gegen die erst gewonnen haben. Fang. Und dann haben die uns jetzt so weggeboostet, ey. Naja, die haben halt dann ernst gemacht, ne? Boah. GG, GG, GG. Schade. Egal, geiles Spiel. Ausrufezeichen ja, Meccabellum.
in den Chat. Da könnt ihr euch das bei Steam kaufen, wenn ihr Bock habt. Das ist heute rausgekommen. In 1.0. Mechabellum in 1.0, richtig. Als Full Release. Das hat Bock gemacht und es ist halt schon ein gutes Spiel, ey. Es hat 90% positiv auf Steam, ja. Also ja, das ist wirklich ein nicer Autobattler, wirklich. Seppi, schalte dich weg. Ja. Und wir gehen mal hoch. Ja. GG. Jungs, was für ein spannendes Match, ey. Das war spannend. Was für eine Schmelze, ey. Die Schmelze gegen den Rhino war. Alter. Ich dachte, leider mein Wurm ist untötbar und dann hast du einfach gecountert mit den Steel Balls. War mega smart. Fuck. Die Steel Balls waren schon geil. War auch glücklich, dass sie dann irgendwann gekommen sind, so, ne? Das war ganz angenehm. Die waren krass, ja. Ja. Aber hat echt, das hat richtig Spaß gemacht, Jungs. War richtig cool. Also unabhängig davon, dass wir jetzt gewonnen haben, war ein cooles Match, so. Auf jeden Fall. Auf jeden. Ja, das hat Bock gemacht. War echt cool. GG. Ja, super schön. Jetzt seid ihr im Finale. Oh ja, da werden wir jetzt voll aufgewischt werden, wahrscheinlich von Franzi und Fischi. Mach die mal weg. Wenn Franzi bei denen und Fischi sind, wir müssen. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen steht. Ich weiß auch gar nicht. Stormcaller. Wie steht's denn bei denen? Warte mal, ich hab auch. Ja, scheiß Stormcaller. Oh, das war cool. Warte mal, ich mach hier nochmal auf. Ich geh nochmal pinkeln. Zu viel Aufregung. Ups. Die haben aber auch ein langes Game, ey. Was da auf dem Board steht, auch wild. Die haben auch, ja. Schon Runde 9. Alter, 2 War Factories? Sehe ich da richtig? Ja, ja. Alter, 2 War Factories für. Um die ganzen Raketen wegzulasern. Crazy. Alter, die haben. Okay, wirklich 2 War Factories gegen die ganzen Stormcaller. Ja. Okay, krass. Wurm sehen wir gleich auch mit. Also die Wurf, das ist ja ein riesiges Match, ey. Das ist ja auch noch recht knapp. Das ist crazy. Und Dings, Johnny führt. Also Johnny und Nomi führen zusammen gegen. Oh, dann sind sie, das ist dann aber schon ganz schön eng. Alter, was da an Raketen rüberkommt, ne? Holy shit. Das ist einfach so geil, wie einfach da die FPS da so einbrechen, ey, weil so viel parallel läuft, ey. Raketenabwehr-Dinger losgehen. Ja. Die War Factory halten echt gut die Raketen von den Stormcallern auf. Schon wieder dieser Sandwurm. Also ich werde heute von diesem Sandwurm träumen, auf jeden Fall. Von Matthäus Wurm? Ja, Matthäus Würmchen, ey. Jetzt habe ich auch Matthäus Wurm gesehen, weißt du, jetzt erst der Schwanz von Leon und dann Matthäus Wurm, ey. Super. Ah. Egal, das hat mega Bock gemacht. War richtig cool, es war ein richtig geiles Match. Ich mag das, wenn das so ein langes Match ist, mit hin und her und man verliert mal, gewinnt mal. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir diese eine Runde dann nochmal holen, als es dann 200 war. Franzi und Fischi. Holy shit. Die gewinnen. Das heißt, ihr müsst ja gegen Franzi und Fischi ran. Oh mein Gott. Es gibt keinen Spiel um Platz 3. Es gibt nur Finale. Es gibt nur das Finale, glaube ich, ja. Ja. Wir sind beide Dritter. Okay, okay. Da sind sie weg. Die haben nämlich auch nur so getan. Ich glaube auch. Also ich mag ja Franzi und Fischi sehr gerne, aber ich bin froh, dass wir nicht gegen die spielen. Ich habe nämlich keinen Bock auf diese Stormcaller von Franzi. Ja. Ich war die ganze Zeit beim First Roll bei der Klasse, die du kriegst. Ich habe keine Stormcaller gekriegt. Ich auch wollte beide nicht. Sie und ich unbedingt auch nicht nehmen, aber ich habe sie nicht bekommen. Ey. Wir hatten auch keine, beide nicht zur Auswahl. Nur Schmutz da. Alter, aber die War Factory, Alter, krass, War Factory gegen Stormcaller, das ist wohl das Play, wie es aussieht. Ja, die nimmt zwei Stormcaller-Units raus. Krass, okay. So, sind alle schon mit drin? Ja, wir sind schon drin. Wir haben ein bisschen, weißt du, ihr habt ja gesagt, ihr seid im Verzug, deswegen haben wir gesagt, ach komm, dann verlieren wir mal 0-2. Actually richtig nice von euch, danke. Ja. Aber Franz und Fisch, die haben das ja auch geschafft, scheinbar. Ja, genau, die haben wir auch. Alter Schwede, was war denn da los? Gebügelt von 2-0 von überfahren. Krass. Und das ist krass. Ja. Wenn man den Anfang vom Turnier sieht und so denkt, ey krass, Fischi, Franzi, wer will die aufhalten? Ja, ja. Schnitt, Johnny und Naomi mit dem absoluten Rasierer. Ja. Wen hast du bei dir zu Hause eingewechselt? Das Ding ist, ich wusste von Anfang an, dass ich gegen Naomi Probleme kriegen werde. Aber dann habe ich gedacht so, hä, wie konnte, also der hat ja, warum haben die verloren? Ist Naomi heute nicht gut drauf?
Und plötzlich holt er bei uns wieder die krassen Taktiken raus. Die krassen Taktiken, die waren wirklich krass. Ja, die waren krass. Muss ich sagen, auf einmal eine Frontline mit Phoenix, die direkt den Tower snipen und bumm, das ganze Spiel dreht sich. Krass. Wir kennen die ganzen Units nicht, das war schon schwer. Dieser komische Saber-Tooth, der tötet alles. Ich glaube einfach nur, ich glaube, Nomi ist ein super guter Spieler und ist gewohnt, gegen super gute Spieler zu spielen. Dann hat er gegen Matteo gespielt und war komplett überfordert, weil ich verstanden habe, was da passiert. Kann ich verstehen. Ja, das ist wie so. Das kann sein. Unkonventionell, das stimmt. Ja. Tja, leider müsst ihr jetzt im Finale nochmal gegen Matteo und Edo ran. Nomi und Johnny. Yes. Hat er mega Bock gemacht. Gut. Jay, Franzi, Fischi, Sepp. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Danke auch. Danke. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Habt ihr vielleicht eine Prediction? Wer glaubt, wird das Finale gewinnen? Oh, das finde ich schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass sie nur mit ihrer Beute gespielt haben. Deswegen glaube ich Team Gelb. Das glaube ich auch allerdings. Nomi und Johnny definitiv. Ja, Nomi und Johnny. Definitiv. Okay. Ja. Ich bin für Edo und Matteo. Okay, Matteo ist auch für Nomi und Johnny. Alles klar. Das ist eindeutig. Aber hoffentlich wird es ein gutes Best of 3 und kein 0-2. Yes. So, oder 2-0. Das wäre geil. So ein schönes 1-1 und dann richtiges krasses Finalspiel. Ja. Da sehen wir uns. Aber sind wir nicht 1-0 schon vorne? Weil wir haben die ja besiegt, ne? Das war, bevor ich Maxime eingewechselt habe. Bequatschungstechniken rausholen. Wir gehen jetzt ins ganz normale, konventionelle BO3 rein. Jawohl. Dann ganz viel Spaß. Nee, ich habe keinen. Du hast keinen Bock auf Best of 5, alles klar. Ich will seit 40 Stunden hier sein, ich will langsam nach Hause. Okay. Entschuldigung. Ich habe auch meine Eltern zu Besuch, die ganze Zeit im Wohnzimmer warten, also... Ja, ich spiele zwischendurch. Jetzt macht alles Sinn. Der ist jetzt ein ganz großer Stratege. Das hat man gemerkt. Macht Nomi den Lobby auf. Weil ich dann ganz viel Spaß noch. Sollen wir eigentlich hier bleiben? Schönen Abend. Noch einen schönen Abend. Gucken, oder? Tschüss. 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 Wir gucken. So, Chat. Wir machen das so... Weil es jetzt ums Finale geht, Raiden war dann auch zu den Bonjour-Jungs. Weil das ist ja auch viel cooler, sich das Finale anzugucken. Die machen eh gerade Sabaton. Und das hat super viel Spaß gemacht, wirklich. Also, das war ein Banger-Stream an der Stelle, finde ich. Vielen, vielen Dank an Paradox Arc. Ja, dass ihr da uns diesen schönen Abend gegönnt habt. Und ja, checkt das Spiel, wie gesagt, gerne aus. Mechabellum auf Steam ist jetzt heute in der, ist heute released worden, war im Early Access, macht wirklich Bock und war cool. War wirklich cool und ja, haut noch rein und schönen Abend noch. Tschüss.